Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 348. Mein Name ist René, außerdem mit dabei aus den Staaten der Herr Marvin. Ja, gute. Und heute als Stargast die Anna aka Rosa Laut. Hallo. Moin, grüßt euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Bitte, bitte. Wir müssen über die Eintracht reden und wer sollte da besser prädestiniert sein als du? Über Eintracht kann ich auf jeden Fall reden. Gell, sag ich doch. Genau. Und deine zweite große Stärke ist, du findest den VfL Wolfsburg auch einen sehr speziellen Verein, nennen wir es mal so. Ich kriege sofort Wut. Also wenn ihr Emotionen braucht, da bin ich dabei. Hervorragend. Hervorragend. Wenn wir was brauchen, dann sind es Emotionen. Gerade wenn es um das Thema Wolfsburg geht. Da kommen wir aber auch erst ein bisschen später dazu, weil wir müssen hier erstmal artig Danke sagen. Das habe ich in der letzten Folge vergessen und das ist mir dann auch erst danach aufgefallen. Von daher möchte ich das an dieser Stelle nochmal nachholen. Wir hatten vor anderthalb Wochen, zwei Wochen, irgendwie sowas um den Dreh, auf Twitter mal darauf hingewiesen, dass unser Auphonic-Budgetrahmen zur Neige geht und hatten mal gefragt, ob der ein oder andere uns da so ein bisschen supporten will. Und grandioserweise haben das echt viele von euch getan. Saugeil. Und wir sind von knapp einer halben Stunde Produktionszeit, die wir da haben, auf über 200 Stunden gekommen. Und das ist mega großartig. Und dafür möchte ich an dieser Stelle noch viel, vielmals Danke sagen. Das hilft uns echt enorm, das hier alles so wunderbar klangvoll für euch auf die Ohren zu bringen. Es ist richtig geil. Vielen, vielen Dank. Herausragende Sache. Dadurch kann auch eine Querfinanzierung stattfinden. Auch der Ringfuchs bedankt sich artig. Genau. Ich glaube, wir müssen dann doch irgendwann mal anfangen, so ein Podcast-Label da draus zu machen. Das würde ja, vielleicht vereinfachen. Am Ende scheitert es ja aktuell bei mir nur an der Zeit. Das hatten wir die ganze Zeit ja schon mal geplant. Aber wenn ich irgendwann mal die Zeit finde, dann oder wenn wir mal die Zeit finden, dann stoßen wir das mal an, weil Sinn ergibt es auf jeden Fall. Ja. Und dann schiebe ich auch gleich noch einen nach. Ich habe mir nämlich mal angeguckt, wer uns denn so regelmäßig supportet monatlich. Und das sind 60 Leute heute, die Stand heute, die uns da regelmäßig supporten. Und das ist ganz, ganz großartig. So eine gute Quote ist immer so ein 1% der Hörerschaft, so plus minus. Das heißt, ich hätte gerne irgendwie noch so plus 15. Es muss nicht viel sein, ein Euro pro Monat hilft schon, aber einfach, dass wir so ein bisschen haben, mit dem wir hier kalkulieren können und die ganze Technik und den Kram bezahlen können, ist wäre echt super. Also wenn der ein oder andere da schon mal länger drüber nachgedacht hat, fühlt euch aufgefordert. Ihr findet alle Informationen auf eintracht-podcast.de/support. Tja, das hängt aber so ein bisschen damit zusammen, weil weil dieses 1% prozentual natürlich auch nach oben gegangen ist, weil wir in der letzten Zeit noch mal ein paar mehr Hörer bekommen haben. Insofern seid ihr trotzdem gefragt. Genau. Dann sind die neuen Hörer erst recht gefragt. So, und wenn wir schon beim lieben Geld sind, dann kommen wir auch quasi zu der Hörerfrage, die ich letzte Woche auch vergessen habe, worauf man mich dann freundlicherweise in den Kommentaren darauf hingewiesen hat. Ja, es ist mir im Nachhinein aufgefallen, aber dann das Ding irgendwie dran zu basteln, hätte ich jetzt auch irgendwie blöd gefunden. Außerdem ist der Marvin heute dabei, der hat da sowieso viel mehr Ahnung davon. Und zwar kommt die Hörerfrage vom Alex und der sagt, wie seht ihr die Zukunft der Commerzbank Arena? Wird sie bald von der Eintracht gekauft? Wird sie erweitert? Oder baut sich die Eintracht wie Freiburg ein eigenes Stadion? Ich glaube fast eher, also so eine Erweiterung auf jeden Fall. Schwierig. Es scheint ja schon ein bisschen Politikum jetzt zu sein. Die Eintracht hat sich klar in Stellung gebracht. Es geht schon vieles in die Richtung, dass die Eintracht auch mehr Macht darauf erhält. Aber ich glaube, die Stadt Frankfurt will das nicht abgeben, weil das ist kein Verlustträger, sondern ganz im Gegenteil, die bekommen dadurch halt auch ganz gute Einnahmen. Ich glaube, man regelt es so, dass das Stadion zum einen ausgebaut wird und zum anderen die Stadionmiete gesenkt wird und dann gibt es eine größere Vertragsverlängerung und dann sind beide Seiten einigermaßen zufrieden. Die Eintracht muss weniger Geld für die Stadionmiete bezahlen und bekommt ein besseres Stadion mit einem besseren Videowürfel und dann ist für jeden was dabei. Ja, kaufen halte ich auch für einen zu großen Invest, zumal du ja wahrscheinlich jetzt auch erstmal einiges in Reparatur und Sanierung stecken musst, zumindest was man da so immer hört, was da in den Katakomben gerade irgendwie wieder am Wegschimmeln oder aber so. Aber das ist ja genau das ist genau der Punkt. Wer muss das machen? Das muss die Stadt machen. Das muss die Stadt machen, gehört. Ja, ja. Genau, und das heißt, die Eintracht würde es ja dann
entweder günstiger bekommen, aber die Stadt will es halt nicht verkaufen. Also ist dann die Frage, ja, soll ich mir für 50 Millionen, 50, 60, die habe ich vielleicht relativ bald, weil wenn ich in die Champions League komme, wird natürlich ein gehöriger Batzen frei. Mit dem kann man natürlich dann längerfristig schon was machen. Ist halt die Frage, ich glaube aber eher, dass es die kleine Lösung wird, die kleine und auch nicht durchaus die nicht unvernünftige Lösung, behalten, weniger Miete zahlen und sich über neuen Videowürfel freuen. Anna, wie ist es denn in Braunschweig gehört? Wem gehört da eigentlich das Stadion? Das Stadion in Braunschweig gehört der Stadt Braunschweig. Das ist ein Leichtathletikstadion, das heißt, wir haben noch so eine leidige Tatanbahn, was auch darauf großartig. Ja, es ist so ein Mittel. Tatsächlich genutzt, also weil ja wir an Braunschweiger Turn- und Sportverein sind, das heißt eine sehr aktive Leichtathletikabteilung, die auch, wenn man sich damit beschäftigt, relativ prominent bestückt ist und wir auch Europameisterschaften, deutsche Meisterschaften und so in Braunschweig austragen. Leider spielen auch die Lions, also das Footballteam, auf unserem Platz, was eigentlich alle nervt, aber die sind halt irgendwie Abo-Deutscher Meister und wesentlich erfolgreicher als die Braunschweiger Fußball-Eintracht derzeit. Deswegen kann man sie da nicht rausekeln. Besonderheit an unserem Stadion ist, dass es tatsächlich einfach Eintracht-Stadion heißt. Also es trägt keinen Namen. Es ist unser Stadion, es trägt den Namen des Vereins und darauf sind wir alle sehr, sehr stolz. Einer der wenigen Gründe, neidisch zu sein. Ich wollte gerade sagen, ja. Ich kriege gerade auch so einen total romantischen Anflug irgendwie. Also genau, das stand auch nie zur Debatte. Also Verein und Stadt sind da sehr in einem sehr positiven Austausch und auch die Investoren, die den Verein supporten, sind halt regional so verbunden, dass da keiner je den Anspruch gehegt hat, also auch kein Autoverkäufer aus direkter Umgebung, der gesagt hat, ich möchte gerne irgendwie da zwei Buchstaben oben thronen lassen, sondern das heißt seit jeher tatsächlich Eintrachtstadion und das stimmt uns alle sehr zufrieden. Immerhin etwas. Ist ja nicht so viel im Moment. Ja, genau. Ja. Aber ich finde es tatsächlich grundsätzlich für eine vernünftige Lösung, weil bei einem sportlichen Erfolg, auf den die Frankfurter Eintracht gerade schauen kann, wissen wir ja alle, dass es dass Fußball nicht der zuverlässigste Erfolgssport ist. Und sich dann irgendwie auch noch ein Stadion ans Bein zu binden, das einem gehört, mit allem, was dazu gehört, weiß ich nicht, wie vernünftig das ist. Ja, das war so ein Punkt, da hatte ich in der Tat auch schon dran gedacht. Ich meine, klar ist man jetzt gerade so ein bisschen beflügelt von der aktuellen Tabellen- und Pokalsituation, aber so ein Ding will ja auch langfristig irgendwie gepflegt und gewartet und gemacht und getan werden. Und dann musst du ja schon einfach regelmäßig diese Kosten da haben. Ich meine, das Ding wird vom Kauf irgendwie schon eine wahrscheinlich dreistellige Millionenbetrag da irgendwie aufrufen und dann noch die Unterhaltskosten. Ich glaube, das ist alles gar nicht so einfach zu handeln. Nee, das ist nicht einfach und du musst dann genauso machen, wie die Stadt das macht. Also mit richtig viel Events und dann gibt es dann die Nächsten, die dann auch verständlicherweise dagegen sprechen und sagen, ja gut, jetzt habt ihr das Stadion, aber jetzt findet da bei euch doch die ganze Zeit Scooter statt oder irgendwie jetzt kommen irgendwie was weiß ich, Zillertaler Schützenjäger oder irgend sowas oder ja, Heino. Musst du ja wirklich machen. Du musst ja irgendwie, ja, das Ding wird ja dann quasi nur von Eintrittsgeldern und hier Catering-Verkauf und so weiter getragen. Dafür musst du halt auch regelmäßig die Leute da hinkriegen. Ja. Oder du musst halt noch mehr, keine Ahnung, Restaurants da reinbauen. Das liegt ja halt auch nicht geil, ne? Also ich meine, du kannst ja nicht sagen, du machst da jetzt ein Partyplace draus, weil da verirrt sich halt, bis auf wenn die Eintracht spielt oder wenn halt dort was stattfindet, verirrt sich ja keiner dort. Also du kannst nicht sagen, du machst jetzt wie zum Beispiel in Belgien oder so, ich glaube in Rent war das so, da war halt einfach ein Einkaufszentrum drin, ne? Weißt du, der Supermarkt da, weißt du? Ja, genau. Kann man jetzt geteilter Meinung sein, aber so wird das ganze Ding halt wirtschaftlich, ne? Ja gut, aber wie du schon sagst, dafür ist die Lage da halt so fernab. Geht ja niemand hin, ja. Also ja. Kannst du ja auch nicht gut im Auto hin einkaufen oder so. Also das ist es halt nicht, ne? Ja, das stimmt schon. Also von daher wäre unser Tipp eher ausbauen und einen vernünftigen Deal mit der Stadt machen, damit die Miete da einfach runtergeht. Außerdem halte ich auch so eine Verquickung von Stadt und erfolgreichem dazugehörigen Verein nicht für schlecht.
Also, dass da irgendwie auch, ja, aus Gründen des Stadtmarketings irgendwie eine enge Zusammenarbeit gewährleistet sein muss, einfach weil eben der Verein auf städtischem Grund spielt, ist ja in Frankfurt vielleicht weniger Thema als in Braunschweig, aber zumindest eine positive Zusammenarbeit ist, glaube ich, für keinen von Nachteil. Das stimmt. Ja, ist ein guter Punkt. Ja. Ich hoffe, Alex, wir haben damit deine Frage beantwortet. Und wenn ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Fragen habt, dann wisst ihr, wie ihr uns erreichen könnt, dann werft die uns einfach zu und dann bauen wir die in den nächsten Folgen liebend gern wieder ein. So, und jetzt kommen wir mal langsam zum Sportlichen. Wir müssen 4 Spiele besprechen in den nächsten gefühlt Stunden wahrscheinlich. und wir fangen natürlich chronologisch richtig an, nämlich mit dem Rückblick auf das Hinspiel in der UEFA Europa League, um das mal beim richtigen Namen noch zu nennen, in Lissabon. Und da müssen wir als erstes nochmal eine kurze Info, da möchte ich noch eine kurze Info geben, vom Moritz. Das hatten wir ja letzte Woche mitgeteilt, diesen Aufruf zu diesem gemeinsamen Fanvideo. Ihr erinnert euch vielleicht noch, der Eintracht-Fan, der sich spontan um Karten bemüht hat und dafür gesorgt hat, dass es nochmal irgendwie zusätzliche Karten für Eintracht-Fans gab, wenn man eben bei diesem Event oder diesem Videodreh mit dem portugiesischen Fernsehsender teilgenommen hat. Es muss wohl sehr, sehr gut gelaufen sein. Er hat in höchsten Tönen davon berichtet. Er hat mir auch versprochen, dass er mir den Link zukommen lässt, sobald der verfügbar ist. Den habe ich bis jetzt noch nicht bekommen, aber wenn er da ist, dann werde ich ihn zeitnah über Twitter und sonst irgendwie raushauen. Er möchte sich aber an dieser Stelle noch vielmals bei all den Hörern und Hörerinnen bedanken, die da mitgemacht haben. Also es muss wohl eine große Gaudi gewesen sein. Ja, und jetzt kommen wir zum Spielerischen. Wir hatten ja beim letzten Mal so ein bisschen überlegt, aufstellungstechnisch, wie das vonstatten geht. Und es war am Ende so, dass Rode dann wieder spielen konnte und quasi mit Fernandes in der Mitte und Hasebe dahinter. Und wir hatten auch beim letzten Mal gesagt, dass es vielleicht gut wäre, mit Blick auf den Schiedsrichter mal zu testen, wie der denn an dem Tag so stimmungsmäßig drauf ist und wie locker da die Karten sitzen. Und das hat Jovic dann auch direkt irgendwie, ich glaube, in der zweiten Minute getan und sich mal probeweise eine gelbe Karte abgeholt. Aber irgendwie so viel gelernt hat man daraus nicht. Oder wie ist es dann so auf den weiteren Spielverlauf zu sehen, Herr Marvin? Nee, also es ist so gewesen, dass es natürlich nicht daraus gelernt wurde, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch schwierig, sich genau darauf dann auch so einzustellen, denn das war keine ganz klare Linie, die der Schiedsrichter da gefahren hat. Das war nicht stringent, also ich muss echt sagen, dass der das teilweise so... Ja, aber das kannten wir aus Donetsk ja schon, da hat er das ja auch schon genau, gemacht. Aber wie willst du dich dann auf den Taylor einstellen, ne? Ich meine, wenn du sagst, okay, er pfeift alles kleinlich, dann weiß ich Bescheid. Aber dann gibt es Dinge, die er gar nicht kleinlich pfeift, wo du denkst, okay, jetzt lässt er aber doch laufen. Und dann waren auch so ein paar strittige Situationen dabei, hast du auch kein Glück gehabt, irgendwie hätte auch mal einen Elfmeter geben können, den gab es nicht. Ist auch egal, bringt uns halt alles nicht weiter, aber es war keine klare Linie, auf die du dich einstellen konntest. Und deswegen war es für die Spieler auch durchaus schwer. Ja. Muss man sagen. Also es ist halt, aber so ist es halt. Manchmal in so Spiele hast du halt auch, du kennst jetzt diesen Schiedsrichter, du weißt, dass du dich auf nichts wirklich einstellen kannst. Er hat auch einige Male fehlgelegen, aber andererseits, es liegt ja nicht nur am Schiedsrichter, sondern es liegt auch so ein bisschen an der Defensivformation, die halt auch nicht so wirklich funktioniert hat. Nee, das war an der Stelle eher so suboptimal. Hinteregger ist ja angeschlagen ins Spiel gegangen, das hatten wir auch letzte Woche schon gesagt. Er hatte ja nach seinem, Brust- und Kehlkopfbrellung so ein bisschen Atembeschwerden. Die hat er dann irgendwie weggekämpft und ist ja mit Schiene aufgelaufen, weil er ja auch den Knöchel da verletzt hat. Aber da hast du schon gemerkt, so richtig optimal lief das bei ihm nicht. Ja, und spätestens ab der 20. Minute, wo Ivan Nika sich die rote Karte da abgeholt hat, wo man ihm, glaube ich, im Nachhinein auch nur bedingt irgendwie einen Vorwurf draus machen kann, weil wir müssen halt auch bedenken, der Kerl ist irgendwie 19 Jahre alt, kommt aus der zweiten französischen Liga, hat eine Mördersaison bislang hingelegt. War halt doof am Ende. Ne?
Ja, das ist es halt. Ja, es ist, ach, keine Ahnung. Mich ärgert halt einiges von dem Spiel, aber es ist halt, willst du mal, das mit dem Dicker, der ist halt noch so jung, da kann halt sowas mal passieren. Das war eine Blödheit, aber ich will den Leuten das auch nicht irgendwie ankreiden. Denn die Sache ist ja die, dass wir überhaupt so weit kommen, dass ein Dicker überhaupt so eine souveräne Saison wie bislang spielt. Damit hätte ja keiner gerechnet. Und dass es dann halt einfach Momente gibt, in denen du nicht hellwach bist, das erwarte ich von ihm, sag ich mal, weniger, ja, als von anderen Spielern. Auch ein Fernandes kam nicht an sein Leistungsniveau. Du merkst, dass da Costa langsam ein bisschen abgebrannt ist. Und auch Trapp, das hatte ich auch schon mal bei Fußball 2000 gehabt. Ich finde, Trapp ist momentan nicht so der Torhüter, Nee. den ich mir gerade erhoffe. Der macht es okay, aber er holt halt keinen Unhaltbaren raus. Oder Anna, sehe ich das zu so kritisch? Nee, sehe ich ganz genauso. Vor allem das, was halt ärgerlich ist, ist, wenn du weißt, auf welche Form du dich einstellen kannst, ist es das eine. Aber er war halt diese Saison schon in einer Form, in der er euch die Spiele gerettet hat. Und sowas finde ich dann schwierig. Also so Wankelmut kann man dann in solchen Phasen und in solchen Spielen gar nicht gebrauchen, was man dem einzelnen Spieler dann, finde ich, auch schwer zum Vorwurf machen kann, weil das irgendwie eins der heftigsten Spiele der gesamten Vereinsgeschichte ist. Und natürlich hat man dann Nerven, auch wenn man sie nicht haben möchte und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, dann es ist halt ein Abwehrverbund. Und wenn da einer nicht so drauf ist wie gewohnt, dann hat eben der Rest ein Problem, weil er irgendwie nicht weiß, worauf er sich genau einstellen kann. Das ist es halt. Und das ist leider genau dieses Problem. Du weißt ja nicht, worauf du dich einstellen kannst, sondern ist der ganze Defensivverbund schon ein bisschen problematisch. Es läuft ja bei vielen nicht. Es war halt, jetzt weißt du, wir hatten so oft diese Spiele, die einfach von sich aus laufen, wo du merkst, okay, hier komme ich rein, hier geht's rund. Und dann hast du aber Dieker, der recht früh weg ist. Hinteregger ist immer noch angeschlagen, versucht das Beste, aber auch bei ihm ist es natürlich so nicht so, dass er ja, dann total unbefreit vonstatten gehen kann. Und dann kommen so viele Leute nicht an ihr Leistungsniveau. Und dann ist es halt einfach so, dass die aber auch einfach starke Spieler da vorne haben. So jemand wie Joao Felix bei allem, da hätte es ein Tor vielleicht verhindern können, aber die anderen zwei, die macht er halt einfach. Ne? Ja, aber da verstehe ich halt auch wieder so ein bisschen nicht, warum du dem dann da nicht stärker auf den Füßen stehst, weil das war der Spieler, vor dem hatten wir vorher schon gewarnt. Da war klar, dass der Spieler sein wird, auf den alle Bälle da vorne irgendwie kommen und dass der mit dem Ball da vorne auch durchaus umgehen kann. Dann stelle ich dem doch irgendwie ein bis zwei Leute mal permanent auf den Fuß. Ja, ich Ja. glaube, also also ihr habt ja mit der, es war ja von Beginn an diese Dreierkette, oder? Ja. Und dieses, also das ist halt einfach unfassbar laufintensiv. Also weil du hinten halt nicht mit vier Leuten stehst, sondern mit drei Leuten. Und mit dem Tempo, mit dem Lissabon da agiert, das war ja unfassbar teilweise. Also Ja, wie stimmt. präzise, schnell da nicht nur die Bälle kamen, sondern eben auch die Laufwege geschehen sind. Das fand ich wirklich, wirklich erstaunlich. Also habe ich in der Bundesliga so tatsächlich auch nur selten gesehen oder nur wirklich in guten Spielen. Und dann hast du eben da hinten drei beziehungsweise fünf Leute. Und natürlich sind die in einer brutalen Form, aber es sind so krasse Wochen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es eben jetzt an diese letzten Prozent geht in diesen englischen Wochen, an denen es dann eben, ja, also an denen du dann auf den Füßen stehen möchtest, aber eben 2 Millisekunden zu spät. Und genau das ist es ja. Dieses zu spät kommen ist ja genau das, was die letzten beiden Spiele wirklich kennzeichnet. Weil es ist ja nicht so, also ich meine, du kannst der Mannschaft ja überhaupt keinen Vorwurf im Kämpferischen machen. Nee, um Der Gottes Wille Willen. war da. Ich meine, wir haben jetzt nicht über die Tore einzeln gesprochen. Wir brauchen auch nicht einzeln über die Tore in Lissabon sprechen. Können wir ja, weil wir haben ja wirklich ein großes Pensum heute zu erledigen. Aber da hast du ja gemerkt, die wollen ja. Und nach dem 4-1 haben die nicht aufgegeben, haben noch 4-2 gemacht. Und da war die Bemühung da. Das Problem ist, sie sind oftmals zu spät gekommen und haben sich dadurch halt auch viele gelbe Karten abgefangen. Das sind halt diese letzten paar Prozent, die dann vielleicht in dieser Druckphase gerade, die ja einfach extrem stressig ist, vielleicht ein bisschen abfallen. Ja, und der Alex schreibt im Chat auch gerade nochmal, dass natürlich auch die Lücken durch die rote Karte von Ndicka natürlich auch nochmal größer geworden sind, dadurch, dass Korrekt. Hasebe dann da nach Auf hinten jeden Fall. rutschen musste und du einfach so diese große Fläche hattest, die du zwischen Abwehr und einem Rode und einem Fernandes da irgendwie überbrücken musstest. Und ich fand auch, dass Lissabon gerade die Außenbahnen mit ihren zwei schnellen Außen
Spielern da durchaus clever bespielt haben, weil die wir wissen, dass ein Kostic und ein Da Costa sehr weit nach vorne mitgehen und dann hast du da einfach viel Raum und ziehst dadurch die Abwehr auch permanent irgendwie auseinander. Ja, ja genau, das ist, hat er genau richtig auch zusammengefasst. Das ist genau das Problem. Und im Endeffekt müssen wir trotzdem mit was Positivem rausgehen. Ne? Wir haben das zweite Tor gemacht, das war was so richtig. Was extrem wichtig war. Da, ohne Scheiß, nach dem 4-1, da wäre es gelaufen gewesen. Hätten wir mit 4-1 da raus aus Lissabon gegangen, hätte ich gedacht, scheiße, okay. Aber zwei Tore, und jetzt sieht das Rückspielergebnis, was man vielleicht jetzt holen müsste, sieht doch einfach viel besser aus. Und da ist noch alles drin und wir wissen, dass da noch alles gehen kann. Und deswegen mache ich mich da nicht ganz so verrückt. Das war ein Lernprozess auch für diese Mannschaft, denn man hat vielleicht so ein bisschen ja, lässiger über Lissabon gesprochen, aber die sind halt im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften nicht in einem Formtief gewesen, sondern die sind momentan richtig gut dabei und die können auch noch ihre Spiele auswechseln und haben andere gefährliche. Der Seferovic hat auch ein, zwei Dinge auf dem Schlappen gehabt, das hätte auch noch ganz anders ausgehen können. Ging es nicht, aber die Eintracht muss sich daran aufheben oder aufbauen. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sich halt den Spielverlauf auch anschaut. Ne? Die gehen in Führung zu Hause von einer krassen Kulisse. Dann schafft ihr den Ausgleich, kassiert aber gleich im Gegenzug dann wieder den Rückstand noch vor der Pause, was irgendwie immer scheiße sehr deprimierend. Ist. So. Ja. Und dann fällt es 3-0 gleich nach der Pause und gleich das 4-1. Das 3-1, dann gleich das 4-1. Also, und das war eine Phase, ich habe das Spiel auch, habe ich mir auch angeschaut, wo ich dachte, fuck, das kann richtig schmerzhaft werden jetzt. So, weil kann ich mich auch erinnern, dass ich, meine ich, so auf der rechten Seite dachte, okay, die haben jetzt gerade richtig Struggle, weil rechts eben Dicker fehlt, Da Costa irgendwie eigentlich nach vorne spielen möchte, diesen krassen Offensivdrang hat, sich aber eigentlich nach hinten orientieren muss, da dann in so einem Zwiespalt natürlich gerätst, weil du denkst, okay, eigentlich müssen wir jetzt das zweite Tor machen, um irgendwie noch mithalten zu können. Wir müssen aber auch verhindern, dass wir jetzt noch eins bekommen, weil dann ist ganz gelaufen. Und sich dann zu fangen und dann ja eigentlich 70. bis 90. Minute das spielbestimmende Team zu sein in Unterzahl auswärts, was halt super krass ist. Ja. Und ich finde schon, dass so diese, also wie man aus dem Spiel rausgegangen ist, total Mut macht für das Rückspiel, weil du gemerkt hast, da hat sich keiner irgendwie hergeschenkt oder so, sondern alle haben Bock, jetzt zu Hause irgendwie zu zeigen, was man vorhat und dass es noch lange nicht zu Ende sein soll. Und ich finde, das hast du schon gespürt. Ja, ist absolut richtig. Und ich finde auch, das ist der Punkt, wo wir auch als Fans extrem stolz sein können auf die Mannschaft, weil sie steht im Viertelfinale des Europapokals noch. Ja, mal gucken, was jetzt kommt, ob es noch weitergeht oder nicht, wissen wir nicht. Aber selbst wenn nicht, wir haben es bis ins Viertelfinale geschafft bei einer Mannschaft, wo man im Vorfeld irgendwie der Saison gesagt hat, von wegen wird das irgendwie das neue Köln. Sie haben gefightet bis zum Umfallen. Also es ist ja nicht mal so, dass wir jetzt irgendwie so Dudeltore da irgendwie bekommen haben, sondern es war halt einfach ein offener Schlagabtausch und wir haben halt am Ende irgendwie zwei Klatschen mehr gefangen als der Gegner. Ja, so ist halt Fußball. Das gehört halt dazu. Und da kann man halt auch nie irgendwie jetzt irgendeinem deswegen einen Vorwurf machen, sondern es ist einfach ein bis hierhin geiles Jahr. Und man muss auch dazu sagen, das Spiel gegen Lissabon war die erste Niederlage, die wir im Jahre 2019 kassiert haben. In der ersten, zweiten Aprilwoche. Ja, also, ja, genau. Holy shit. Ja. Geil. Geiles Ding einfach. Und dann ist es halt auch jetzt nicht dramatisch. Und natürlich, was die Anna halt auch sagt, die haben sich ja wirklich nochmal rangekämpft mit dem 4-2. Die nicht nur locker gelassen, die ganze Zeit. Die haben ja zwischenzeitlich, sagen wir mal ganz ehrlich, die haben zwischenzeitlich dann noch das Gefühl gehabt, als würden sie jetzt nochmal knapp am 4-3 sein. Und das ist halt geil, ja, dass diese Mannschaft sich, weil da hat ja Lissabon auch nicht mehr so wirklich viele Antworten gefunden. Die haben nicht auf das 5-2 drängen können. Da kam nicht mehr viel. War, glaube ich, noch ein Seferovic-Ding, aber ansonsten war er nicht. Ja, aber das Ding ging auch so ein bisschen, also der hatte zwei Dinger, die ich mich erinnern kann. Der eine war, ja, so, er hätte was werden können und der andere war so eher 15. Stock. Genau. Und wie oft haben wir es schon gehabt, dass nach dem 4-1 der komplette Niederfall kam. Dass nach dem 4-1 ein 5-1 kam und 6-1, dann gehst du dann nach Hause und bist total frustriert. Das war nicht der Fall. Und da merke ich, es ist eine andere Mannschaft auf dem Platz, die das Zeug hat, zu jeder Zeit mit normalen Voraussetzungen das Ding noch in eine andere Richtung zu lenken. Daher rührt mein Optimismus für Donnerstag. Ja, und der Alex hat gerade im Chat noch sehr korrekt ergänzt, mit 11 Spielern auf dem Platz sind wir auch bislang in 2019 immer noch ungeschlagen.
Sehr guter Punkt. Und wie absurd ist es denn, ja, dass das jetzt wirklich genau zweimal passiert ist, dass man uns mit Gelb-Rot bzw. Rot einer runtergeflogen ist. Ja. Darüber können wir auch noch gleich sprechen. Ja, dann, ich glaube, können wir da auch schon so ein bisschen hinbiegen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas zu dem vergangenen Spiel gegen Lissabon? Nö. Dann sprechen wir doch direkt über Augsburg. Das war nämlich dann der Gegner in der Liga am vergangenen Sonntag, 18 Uhr. Ich möchte an dieser Stelle nochmal anmerken, dass Sonntag, 18 Uhr, eine fürchterlich beschissene Anstoßzeit ist. Ja, wird nur noch getoppt von Montag, 20:30. Ja. Entschuldigung. Ja, wir mussten ein bisschen wieder rotieren und wir sind auch anfangs irgendwie ganz gut ins Spiel gekommen und dann die nächste Klatsche: Hinteregger muss verletzungsbedingt runter, greift sich an den Oberschenkel und das zweite Mal in der Woche, dass wir einen aus der Abwehr verlieren. Oh Gott, ey, es ist so krass, aber was ich halt daran so absurd finde, ist die Tatsache, dass du voll gemerkt hast, Hinteregger raus und die Eintracht verliert jegliche Stabilität in der Defensive, oder? Ja, aber auch generell jegliche, ich fand ab dem Zeitpunkt auch so ein Stück weit jeglichen Zugriff auf das Spiel. Also so die ersten 15, 20 Minuten haben wir echt Gas gegeben. Paciencia macht das Ding wieder mit dem Kopf, ja. Also da hast du echt gedacht von wegen, wunderbar, läuft, das am Donnerstag war blöd, aber war halt auch eine andere Mannschaft und wir spielen halt auch nur gegen Augsburg. Die Augsburger mögen es mir verzeihen, aber es ist halt nur Augsburg, sorry. Und dann fliegt muss Hinteregger raus und du merkst in der Indika, der vielleicht auch so ein bisschen durch den Donnerstag ja nicht so ganz weiß, wie, was, wo und vielleicht da auch noch so ein bisschen das im Hinterkopf hat. Ja, und ab dem Moment fand ich, haben wir jeglichen Zugriff auf das Spiel verloren. Das würde ich auch so sehen. Also habe ich genau das gleiche Gefühl gehabt, dass wir zum einen den Zugriff verloren haben, aber auch, dass die Augsburger sofort halt auch wirklich gefährlich waren. Also das muss man denen auch zugestehen. Ich meine, natürlich, die haben 3 Tore gemacht, aber die waren die ganze Zeit irgendwie auch gefährlich. Warum? Weil wir auch im Mittelfeld nicht hinbekommen haben, irgendwie mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Also da war jeder nicht an seinem Leistungsmaximum. In Rode wurde ganz, ganz häufig kritisiert und leider muss ich sagen, diesmal auch zu Recht, denn er hat unglaublich viele Bälle im Mittelfeld verloren und dann kommt noch dazu, dass du die eigenen Chancen, die du vorne hattest, fahrlässig nicht genutzt hast. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, damit steht und fällt auch viel. Also, weil wenn du das 2-0 machst, sind so Phrasensätze. Natürlich läuft das Spiel dann anders. Und du gehst ja irgendwie davon aus, ne? Ich meine, du hast so ein Selbstverständnis von, okay, Heimspiel in der Liga ungeschlagen in 2019. Und dann kannst du, glaube ich, diesen Gedanken gerade nach so einem Spiel und auch nach so einer Leistung, wie gesagt, Unterzahl, immerhin 4-2 in Lissabon, kannst du nicht ganz abschütteln, dass du gegen Augsburg spielst. Auch hier nichts für ungut. Aber der Blick auf die Tabelle und so weiter und so fort, da denkst du immer, okay, es läuft. Und wenn du dann in Führung gehst, fällt, glaube ich, schon ein Stück von dir ab, dass dir die Konzentration kostet, die du bräuchtest, um das Spiel tatsächlich zu gewinnen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Zudem kommt wirklich noch, dass auch einfach ein neues Spielkonzept zum Stück bei Augsburg dabei war. Also ich meine, der neue Trainer Martin Schmidt hat seine Mannschaft natürlich bis unter die Fingerspitzen motiviert und das hast du schon gemerkt. Ja. Und die Augsburger sind ja auch sowieso keine schlechte Mannschaft. Aber die haben ein paar Kleinigkeiten, die relativ schnell anzuwenden sind, bei der Eintracht komplett ausgenutzt. Und zwar dieses Nicklichkeiten-Ding komplett auszuspielen. Die sind wirklich, und das muss man auch, also liebe Augsburger, wenn ihr zuhört, es war leider so, ja, und das habe ich oft genug auch schon auf der anderen Seite erlebt, aber ihr seid oft auf den Beinen und am Rasen gewesen. Also man hat sich viel fallen lassen, man hat viel versucht, faul zu spielen, ein geschicktes Foul zu bekommen, damit die Gegenseite irgendwie nicht zu Offensivaktionen kommt. Auf der anderen Seite war es so, dass man viel versucht hat, Freistöße zu schinden. Die Eintracht aber auch zu blöd war, um das zu registrieren. Das ist ja genau der nächste Punkt. Das kommt immer ja auf zwei Seiten drauf an und die Eintracht hat es nicht geschafft, sich darauf gut einzustellen und dann halt zu sagen, okay, nee, das machen wir mal nicht. Du willst es jetzt hier. Die Eintracht ist mit viel mehr selbst
gemachten Fouls, also mit begangenen Fouls, dann aus diesem Spiel gegangen, weil die Augsburger es zu dem Zeitpunkt einfach besser verstanden haben, diese auch wieder fahrige Linie des Schiedsrichters zum Stück weiter komplett auszunutzen. Ich wollte gerade sagen, ja, der Schiedsrichter war da halt auch nicht so ganz konsistent. Also ich meine, wir hätten uns auch bei der Aktion von Fernandes in der ersten Hälfte, war das glaube ich noch im Strafraum, wo er dem da wirklich auf den Schlappen steigt, auch nicht beschweren dürfen, wenn es da irgendwie zu einem Elfmeter kommt. Genauso hätte es auf der Gegenseite auch irgendwie einen für uns geben können. Man muss aber auch dazu sagen, bei Augsburg ist halt auch nicht irgendwie alles gut gelaufen. Dass der Torwart da in der, was war es, 38, 39, 40. Minute irgendwie gewechselt werden muss, ist halt auch so ein Ding, das hätte man eigentlich auch mal clever ausnutzen können. Du hast einen Torwart, ja, der mehr oder weniger kalt von der Bank kommt. Ja, der ist halt irgendwie 1,95 groß, aber dann haust du halt einfach mal aus der zweiten Reihe da einen drauf. Ich meine, wir haben da auch mit einem Rebic und mit einem Jovic jemanden, der auch mal so ein Ding aus 20 Meter da mal Vollspann auf das Tor rohren kann. Und wenn du dann einen Torhüter hast, der noch so ein bisschen sich gerade eingrooven muss, warum machen wir es denn nicht? Also da waren wir halt auch einfach zu unclever an der Stelle. Das ist genau, ich glaube, da fasst aber auch eins in das andere rein, weil die Augsburger, also zum einen die Fouls gezogen haben, zum anderen dann aber meiner Meinung nach auch einfach das taktische Mittel des auf dem Rasen liegens wirklich ausgereizt haben. Also wo einfach klar war, dass die Eintracht im Moment halt krass auch über so eine Eigendynamik im Spiel herauskommt. Und ich glaube, die brauchst du eben für den Mut, für den Schuss aus der zweiten Reihe. Und dazu kommt ja auch, dass du auch da wieder, jetzt nicht so früh wie am Donnerstag, aber immerhin fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl spielst und da dann eben, also die Nachteile Ersatztorhüter, Unterzahl sich halt fast so ein bisschen ausgleichen schon wieder. Und diese vielen Unterbrechungen meiner Meinung nach dem Spiel der Eintracht überhaupt nicht gut getan haben, weil eben dieser Schub nicht kam. Also das, was in Lissabon entstanden ist, die letzten 20 Minuten, dieser Sturmlauf, den hat Augsburg halt im Keim erstickt durch liegen. Sorry, nicht schon. Ja. Aber ja, es ist, und ich finde, ja, ich, da kenne ich mich im Regelwerk nicht genug aus. Wenn das taktisch genutzt wird, finde ich, müsste man das ahnden. Naja, aber der Schiedsrichter hat es ja geahndet, nur halt in die andere Richtung. Er hat halt auch konsequent jedes Foul irgendwie oder jeden Körpereinsatz da gepfiffen, und das hast du auch, fand ich, durchaus, und das hatte der Joe auch gerade eben im Chat nochmal geschrieben, gerade bei so einem Spieler wie Rebic dann auch durchaus gemerkt, der halt einfach von dieser Spielweise fürchterlich genervt war. Ja. Und wenn er den Ball verloren hat, dann nicht mehr, wie er das in anderen Spielen macht, wo halt einfach so dieser Vibe da ist, so nach dem Motto, jetzt alle Mann drauf, da nicht hinterhergegangen ist, sondern dann halt einfach irgendwie trotzig wie so ein Kind, was keinen Lutscher an der Kasse kriegt, da hinterher trabt. Das hast du halt einfach dann auch gemerkt, ja. Und dann hast du noch eben einen Spieler wie Fernandes, der des Öfteren ja schon mal das Problem hat, dass er mal eine Millisekunde zu spät kommt und bislang immer noch irgendwie da drum rumgekommen ist, aber mit einer gelben Karte da mit der offenen Sohle so reinzugehen, also da hättest du auch mehr erwartet. Da will ich mir auch auf gar keinen Fall über den Schiedsrichter beschweren, weil da muss man ganz ehrlich sagen, er ist ein Spieler, der schon so lange auf dem Feld, keine Ahnung, 30, 31 jetzt, schon so viel Profi-Geschäft geschnuppert, da muss er eigentlich anders reagieren, und nach einer gelben Karte muss er anders zu Werke gehen, oder er muss sagen, oder er muss wirklich ganz klar kommunizieren, hier, weißt du was, ich merke, ich komme nicht in dieses Spiel rein, vielleicht ist es besser, mal eine Auswechslung vorzunehmen. Kann man im Zweifel auch mal machen, wenn man das Gefühl hat, dass man nur hinterherläuft und eine potenziell Herausweisung irgendwie gedroht wird. Also insofern muss man sich da vielleicht auch Gedanken machen, weil so hat er der Mannschaft halt einen Bärendienst erwiesen. Ist ärgerlich, nervt mich halt insofern, weil es das Gesamtkonzept ist. Aber ich will noch mal ganz kurz zu der anderen Sache Stellung nehmen, denn ich finde halt auch, im Grunde müssten wir zu einer ganz anderen Einstellung gelangen, auch der Fußballspieler, die halt sich nicht wieder präventiv fallen lassen. Und es gibt total oft diesen Move, dass du zum Beispiel, was ich total oft sehe und was ich ultimativ schwach finde, was aber schon in Jugendmannschaften gelernt wird, wenn Stürmer anlaufen, an die Abwehrspieler, die im eigenen 16er gerade den Ball hinherschieben, dann lassen die sich mittlerweile präventiv schon ein bisschen fallen, wenn nur der leichteste Rempler kommt, weil sie genau wissen, das wird abgepfiffen. Das ist kein fucking Profifußball. Und das geht mir total oft auf den Sack. Aber es wird immer gutiert von den Schiedsrichtern. Und es ist ein Konzept, was wir aber dann auch als Fans auch in den unteren Ligen eigentlich scheiße finden müssten, damit gesagt wird, okay, das wird
nicht gutiert, sondern wird bepfiffen, ja? Und im Zweifel auch von den eigenen Fans, die das scheiße finden. Aber es ist zu wenig Stringenz dabei. Hm. Ja. Nervt halt. Ja, es ist halt nicht sportlich, ne? Also nee, für mich hat das nichts mit einem sportlichen Wettbewerb zu tun, sich fallen zu lassen. So, entweder man ist besser, wenn man, also entweder man möchte gewinnen, weil man besser ist. So, das ist ja das, was ich irgendwie Sportlern unterstelle. Und wenn sie merken, dass das nicht aufgeht, sich dann fallen zu lassen, ja, vielleicht ist es irgendwie, vielleicht bin ich da zu romantisch in meiner Vorstellung. Aber es hat mit einem fairen Wettbewerb verzerrt halt die Grundlagen genau von dem, also von einem fairen Wettbewerb, und das stört mich. Ja, sehe ich genauso. Ja, ich auch. Aber gut, es lag trotzdem nicht nur daran, sondern es lag auch zwischen einfach daran, dass wir halt jetzt auch einfach defensiv halt bei weitem nicht das Niveau hatten. Bei Da Costa habe ich wieder gesehen, dass der theoretische auch irgendwie, ich weiß nicht, ob der mal, ob es bei dem Spiel war, dass er gefährlich gefoult wurde, dass es hätte einen Elfmeter geben müssen, das weiß ich jetzt nicht, aber ich merke halt, ja, doch, war das Spiel, ne? Da ist er halt aber auch so, der ist ja halt zu naiv, ne? Das ist genau das, was bei anderen, die lassen sich 5 Meter vorher fallen, der läuft immer 5 Meter nochmal weiter, weil er eigentlich seit Saisonbeginn eh diesen Akku drin hat, den gar nicht mehr ausstellen kann, ne? Aber da ist es halt dann auch, sag ich mal, ein bisschen ungeschickt. Und bei uns defensiv war es halt so, dass Touré halt leider nicht in diese Rotation, in dieses Leistungsmaximum gekommen ist, was er in den Wochen zuvor öfter mal gezeigt hat. Das war da auch ein bisschen Ausfall. Bei Da Costa möchte ich an der Stelle nochmal anmerken, der Junge ist halt auch aus meiner Sicht gnadenlos überspielt. Ich meine, der spielt seit dem, was war es, 21. oder 22. Spieltag der letzten Saison quasi durch. Also ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo er ausgewechselt wurde, und selbst wenn er ausgewechselt wurde, dann hat er auf jeden Fall immer in der Startelf gestanden. Seit dem 22. Spieltag der letzten Saison. Also das ist halt auch ein Pensum, wurde auch, also ich wäre auf der Hälfte schon tot. Ja, genau. Also es ist halt auch großartig einfach an der Stelle. Aber ja, das ist natürlich so ein Spiel, da kommt halt irgendwie eins zum anderen. Wie du schon sagst, Augsburg war, ich weiß nicht, ob sie die irgendwie vorher nochmal an die Autobatterie gehängt haben oder irgendwas, so viel Motivation und Feuer wieder drin war, bis auf die Punkte, wo sie über den Platz gerollt sind. Es war halt der zweite gebrauchte Tag in der Woche. Ja. Naja, und ich möchte Marvin da auch beipflichten, dass auch meiner Meinung nach Kevin Trapp keine beste Figur gegeben hat. Also nee, bei den ersten beiden Toren mag ich nicht einzuschätzen, glaube ich, hat er nicht viel, kann er nicht viel machen. Aber dann steht es 2-1, ist zu Hause jetzt irgendwie kein Ergebnis. Also so wurde oft genug gezeigt, dass es irgendwie locker noch gedreht werden kann. Hoffenheim auch auswärts gegen Schalke auch noch spät gedreht, ne? Also alles noch drin. Aber ich habe mir eben gerade noch mal das 3-1 angeschaut. Da kommt ein relativ langsamer Ball von der rechten Seite in den linken Strafraum, auf die 28. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist, irgendwie Augsburg. Der Hahn, genau. André Hahn. Und dann kommt Trapp viel zu langsam, viel zu unentschlossen raus, behindert Hahn, aber nicht daran, ihn in die Mitte zu passen. Dann fehlt der Torhüter auf der Linie. Und das, also da dieses Chaos im Strafraum, das darf meiner Meinung nach nicht passieren. Das hat auch nichts mit, er ist überrascht oder so zu tun. Dafür ist die Hereingabe viel zu langsam. Da fehlt ihm komplett die Übersicht, finde ich, geht absolut auf seine Kappe. Ja, das war auch so ein Punkt, den ich gerade bei dem, also ich stimme dir absolut zu, bei den ersten beiden, der Elfmeter, der hat er fast, und das 2-1, das war halt auch quasi so bananenmäßig geschossen, der geht noch an den Innenpfosten und dann rein, also da hast du absolut keine Chance als Torhüter, aber gerade bei dem 3-1, ich habe mal irgendwann gelernt, wenn du als Torhüter rausgehst, dann musst du den Ball irgendwie haben, und das ist der Punkt, den ich da an der Stelle nicht verstanden habe, warum geht er denn da wieder zurück und bleibt dann so halb vorm Tor stehen, ohne irgendwie zu wissen, wohin, also wenn du da als Torhüter rausgehst, und das ist das, was ich von einem hochklassigen Torhüter auch erwarten würde, dann kommst du halt auch irgendwie an den Ball. Ja, Hand drauf, und dann ist das Ding dir fertig, aus. Ja, oder ich blockiere halt die Reingabe. Also, aber Hahn muss nicht mal flanken, so, ne? Dann ist da irgendwie halt in der Innenverteidigung auch durcheinander wegen Auswechslung oder Verletzung oder Unterzahl, wie auch immer. Und dann muss er ihn nur noch einschieben. Aber auch, es stört mich. Also da sollte nicht passieren. Nee, definitiv nicht. Und dann sieht es halt, wie du schon sagst, ganz anders aus. Dann ist es halt nur ein 2-1. Und wenn du dann nochmal irgendwie ein bisschen Luft in den letzten 10 Minuten kriegst, dann kannst du da noch den Ausgleich machen. Ja. Und ich meine, genau diese Kritik, die jetzt an ihm
wahrscheinlich auch eher abprallen wird, aber die halt zumindest an ihn herangetragen wird, ist ja im Endeffekt auch nur deswegen so, weil wir ihn ja irgendwie alle schon mögen. Es ist ja nur, weißt du, ich meine, weil wir wissen, was er kann und wir wissen, was sein Leistungsvermögen eigentlich theoretisch sein kann. Und da denken wir halt, ach komm, es gibt uns doch noch diese paar Prozent mehr Sicherheit. Weil ich glaube, niemand hier in Frankfurt sagt jetzt, oh nee, weißt du was, der will ich auf gar keinen Fall in der nächsten Saison im Tor haben. Ich glaube, jeder will das. Aber damit man für sich so eine innerliche Bestätigung hat, okay, der ist diese 8 bis 10 Millionen dann vielleicht auch wirklich wert, muss er halt noch mal ein paar Dinger raushauen, von denen man denkt, okay, geil, eigentlich hätten wir dieses Spiel heute nie gewinnen können, aber der Trappo hat es halt klar gemacht. Also, weißt du, so ein ja. bisschen mehr, ne? Ja, beziehungsweise ja nicht nur gemocht wird, sondern halt ja auch schon gezeigt hat, dass er das eigentlich theoretisch besser kann. Klar. Ne? Das, ja. das ist ja dann irgendwie der wirklich frustrierende Moment für beide Seiten, weil die Fans nicht verlieren wollen und der Torhüter natürlich auch nicht und die Spieler, keiner will das. Aber es passiert halt. Oder ja, und genau, und es ist aber trotzdem auch für ihn nochmal so eine Art der Bestätigung, denn er ist in Paris, ja, wie soll ich sagen, nicht weitergekommen. Ja, es hat schon einen Grund, warum er nach Frankfurt gewechselt ist, weil er halt auch in vielen entscheidenden Situationen viel, ist natürlich in Anführungsstrichen, aber es waren ein paar entscheidende Situationen, gepatzt hat und nicht die Klasse bewiesen hat, die man von ihm erhofft hat. Und dann hofft man natürlich, dass er das in Frankfurt zumindest zeigen kann und in einem Surrounding, was ihm sehr wohlgesonnen ist. Ja, aber ich meine, wir reden hier über das, wie wir gerade schon gesagt haben, das zweite verlorene Spiel in 2019. Das kann man jedem mal zugestehen. Diese Delle war eh klar, dass sie irgendwann kommen würde. Jetzt ist sie da. Deswegen sage ich nur Delle. Kann man jetzt Krise nennen, man kann es irgendwie, was weiß ich, sonst irgendwie nennen. Aber im Endeffekt ist es eine kleine Delle, die noch keine direkte Auswirkung hatte. Ich wollte gerade sagen, also wir stehen nach dem Spiel immer noch auf Platz 4 der Liga. Also da kannst du, glaube ich, nicht von einer Krise sprechen. Wobei, wenn ich das so richtig verstanden habe, ich habe das Spiel ja auch wieder nur am Fernseher verfolgt, scheint doch andere Leute eine andere Definition von Krise zu haben, weil worüber sich ja im Nachgang viel mehr aufgeregt wurde als das tatsächliche Ergebnis, ist, und das meiner Meinung nach zu Recht, dass viele Fans in der 84., 85. Minute das Stadion verlassen haben. Und das kann man jetzt nicht wie in Leipzig mit dem schlechten der Verkehrsanbindung begründen, sondern das war wahrscheinlich einfach auf Basis des Spiels. Und das ist ein Punkt, den ich halt überhaupt nicht verstehen kann. Ja, also da haben wir ja jetzt auch schon bei Fußball 2000 deutlich Kritik geübt. Und ich finde, das muss man leider auch zugestehen, diese Kritik, denn das bin ich eigentlich jetzt nicht so ganz so gewohnt. Also ich meine, ist das immer früher Leute das Stadion verlassen? Das hat schon immer gegeben. Wir brauchen jetzt nicht so tun, als würden bei jedem Spiel die alle Leute bis zur 90. 95 Minuten auf ihren Sitzen kleben. Nein, das gab es schon immer. Aber was mich halt einfach gewundert hat, war dieser extrem große Strom an Menschen, die früher rausgegangen sind, fand ich jetzt unschön. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zur Dauer wird, weil es gibt wirklich viele Leute, die Karten sind regelmäßig mehr oder weniger ausverkauft. Und da gibt es viele Leute, die nicht zu Karten kommen und sich dann dementsprechend auch ärgern, weil die würden vielleicht bis zur 90., 95. Minute da bleiben. Und vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus, um die Mannschaft zu unterstützen, weil verdient haben sie es auf jeden Fall in der Saison. Also da brauchen wir jetzt auch nicht lang drüber zu diskutieren. Nee, hab ich keinen Respekt vor, muss ich echt sagen. Vor allem das 3-1 fällt spät, ne? 84. Minute. Warum man mit einem Tor Differenz irgendwie sich bewegt im Stadion, kann ich nicht nachvollziehen, wirklich. Weil warum komme ich dann? Also warum gehe ich ins Stadion, wenn mir egal ist, zu sehen, wie es ausgeht bei einem Stand von 2-1? Wer kann mir das erklären? Kann ich dir ja, nicht erklären. Versteh ich auch nicht. Da stimme ich auch Marvin vollkommen zu. Also warum gehe ich dann, oder auch dir, Anna, warum gehe ich dann überhaupt dahin? Warum nehme ich Leuten die Möglichkeit weg, ins Stadion zu gehen, die vielleicht auch noch bis zur 102. Minute da irgendwie bleiben würden? Absolut. Einfach um dann in der 80. Minute, ach komm, wir haben jetzt keine Lust mehr, gehen wir haben. Nee, dann bleib mit dem Arsch daheim. Also bitte. Das ist es. Aber gut, ich hoffe mal, dass es jetzt mal ein einmaliger Ausrutscher war und die Kritik durchaus vernommen haben. Die Fanszene ist ja auch überhaupt nicht still bei solchen Sachen. Also man kann schon davon ausgehen, gerade weil es jetzt so ein bisschen die Runde gemacht hat, dass sich das auch in der nächsten Zeit irgendwie nochmal verbal von wahrscheinlich von Stein oder Co. Nochmal wiedergegeben wird, dass das nicht gutiert wird, weil ich habe schon ganz andere Dinge erlebt, wo dann gesagt wurde, hier, wenn das
nochmal passiert, Dauerkarte sofort weg. So weit will ich jetzt nicht gehen, aber ich glaube nicht, dass es zum Standard wird. Aber ja, man, besser, man spricht es mal ein bisschen früher an, bevor es zu spät wird. Ja, ich denke aber schon, dass es da noch den einen oder anderen Kommentar dazu geben wird. Mhm. Ein Thema möchte ich nicht unerwähnt lassen. Die Glanztat von Hasebe auf der Linie, wo auch da Trapp nicht so optimal aussah und Hasebe einfach den richtigen Riecher hat, auf der Linie steht und dieses Ding da wegköpft direkt in die Hände von Trapp. Sonst hätten wir schon viel früher da noch einen kassiert. Hasebe auch in dem Spiel wieder, nicht immer mit Schnelligkeit, aber mit einer Übersicht und dass er in, wir hatten es glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, in dem Alter da jetzt schon das zweite Jahr in Folge so auftrumpft, meine Fresse. Richtig geil. So, so gut. Also ich bin extrem angetan und ich finde die Saison, die er ja gerade aktuell noch bestreitet, die zeigt, dass er auch, auch diese Vertragsverlängerung, die er zuletzt ja bekommen hat, sich auch wieder gerechtfertigt hat. Geiler Typ, wird ganz, ganz wichtig sein im nächsten Spiel. Und da war sie, die Überleitung. Wir blicken auf das nächste Spiel, was wir haben heute Dienstag, übermorgen. Am Donnerstag, 21 Uhr, diesmal zu Hause. Und man hofft auf den Hexenkessel. Ich hoffe, dass der Herr Beuth hier nicht zuhört und da jetzt irgendwie den Exorzisten da oder den Hexen, die Hexengewerkschaft aufruft, um da irgendwie gegen vorzugehen. Also auf den Rängen wird es definitiv voll und laut und es wird auch eine grandiose Choreo geben. Wie voll und laut es auf dem Platz wird, ist die andere Frage. Hinteregger, Einsatz fraglich, Haller tendenziell eher nicht. Ndicka gesperrt, Touré nicht spielberechtigt, Russ hat glaube ich auch irgendwie Wehwehchen. Haben wir denn überhaupt genug Leute, um eine Abwehr voll zu kriegen? Also Russ kommt jetzt gerade erst wieder zurück. Also der könnte theoretisch, der hat jetzt sogar wieder trainiert. Also das ist vielleicht gar nicht so unrealistisch, dass der spielt. Im Gegensatz bin ich hundertprozentig sicher, dass Hinteregger nicht spielen wird. Das kommt zu früh. Die Verletzung, die er hat, die ist nicht, eigentlich nicht in Einklang zu bringen, damit dass er schon wieder aufläuft am Donnerstag. Das halte ich alles aktuell für Nebelkerzen, die wirklich damit spielen. Also ich glaube, Hinteregger fällt raus. Ndicka, wie gesagt, ist auch klar. Tuta ist leider nicht nominiert. Wäre vielleicht mal eine Option gewesen. Ich glaube, wir müssen vielleicht mit einem Roos spielen, das kann ich mir vorstellen. Oder es wird sogar wirklich ein Verlet. Ja, also Abraham Hasebe muss nach hinten rücken. Abraham Hasebe Verlet. Das sieht momentan danach aus. So eine Abwehr hatten wir vor zwei Jahren schon mal. Darf ich eine Frage stellen? Sehr gerne. Und zwar, also jetzt Dreierkette war ja eigentlich Standard in den letzten Spielen. Mhm. Jetzt fehlt aber Hinteregger aus und Ndicka ist gesperrt. Das heißt, da sind zwei relativ wichtige Leute, die wegfallen. Was wäre jetzt, wenn man Hasebe, der ja sowieso zentral defensiv eine wichtige Rolle in der Dreier-Fünfer-Kettenkonstellation spielen muss, einfach in Anführungszeichen nach hinten zieht, Abraham eben an die Seite stellt als Innenverteidiger und die Außen als Außenverteidiger spielen lässt. Also Kostic links und da Costa rechts. Also Viererkette, was eben auch interessant wäre, weil es weniger, ein bisschen weniger laufintensiv wäre, man dann im Zentrum das Mittelfeld ein bisschen verdichten könnte und regulär mit den Stürmern, die einem zur Verfügung stehen, stürmen könnte. Willst du dann auf ein 4-4-2 gehen oder eher auf so ein 4-3-3? Ich wäre eher so Viererkette hinten, zwei Stürmer vorne und dann so eine Rautenkonstellation um Jovic, Rode und Gacinovic. Das könntest du machen, allerdings wenn dann Kostic und Da Costa halt weiter nach hinten gezogen werden würden, würdest du zumindest Kostic seiner eigentlichen Stärke berauben, so ein Stück weit. Die Offensive, ja. Ja, genau, weil ich meine, im Endeffekt ist das ja, diese Konstellation, so, zumindest so wie ich sie sehe, so ein bisschen daraus geboren, dass du Kostic eigentlich gesagt hast, okay Bruder, wir haben halt vorne links einfach keinen Platz, aber wir machen so, du kommst irgendwie so alibi-mäßig nach hinten, du musst auch ein bisschen nach hinten arbeiten, aber hinten, ganz hinten ist ja noch einer, der zur Absicherung dann auch dasteht und dann könnt ihr euch so ein bisschen abwechseln und kannst offensiv deinen Schuh auch durchspielen. Das hat er ja Kostic ja in Bravour dieser Saison bislang gemacht und wenn er der Einzige ist, der wirklich dieses Feld hinten beackern muss, wird, glaube ich, ein bisschen von der Dynamik weggehen, zumal Kostic einer für mich der Konstanten in der Vergangenheit noch ist. Während andere leistungsmäßig so sehr, sehr am Schwanken waren, habe ich bei Kostic noch nicht das Gefühl gehabt, dass er überspielt wirkt, weißt du? Naja, du könntest natürlich auch den Twist machen mit der Raute und sagen, du lässt einen Willems links hinten spielen. Ja, okay. Und einen Kostic davor. Mhm. Ja, das könntest du machen.
das könntest du machen, dann brauchst du aber eigentlich noch nicht mal die Raute machen, sondern dann kannst du sagen, okay, die Position, die jetzt zum Beispiel jetzt beim Augsburg-Spiel Touré hatte, macht gleich Willems und dann gehe ich dafür das Risiko ein, was wirklich ein Risiko ist, dass Willems den dritten Innenverteidiger gibt und du hast, weißt du, und du dann in der Mitte Abraham hast und rechts hast du dann dementsprechend Hasebe, so könnte man das machen. Also du tauschst Hinteregger aus für Abraham. Ja, dann wäre es einigermaßen okay. Da vorne wärst du wahrscheinlich, Fernandes würde trotzdem, weiß ich nicht, würde ich Fernandes spielen lassen oder würde ich sagen, ich mache mal Rode Toro, weil Toro könnte ja auch eine Option sein, ne? Weiß ich nicht. Geht jetzt auch ein bisschen sehr ins Klein-Klein, Ich aber glaube, es ist auch ja. grundsätzlich so eine Philosophiefrage, ob du halt früh versuchst, in Führung zu gehen Ja. oder ob du sagst, guck mal, wir waren nach hinten raus eigentlich ganz gut, wir sind in guter Form, körperlich passt das alles, was ich jetzt wovon ich einfach mal ausgehe, was ich hoffe, obwohl die Wochen krass sind. Aber die Voraussetzungen sind ja gut, dass irgendwie Motivation und alles irgendwie passt. Ob man halt sagt, okay, Matchplan früh führen, dann defensiv einwechseln, versuchen, Ergebnis zu halten, wovon ich immer keine große Freundin bin, weil Ergebnis halten immer scheiße ist. Ja. Also in der Situation zu sein, Ergebnis halten zu müssen, ist immer, also macht mich immer latent panisch. Auf jeden Fall. So, weil es selten funktioniert. Und man dann irgendwie in der 94. Minute weinen muss, weil dann doch noch ein Ding reingeht. Oder man sagt halt, okay, nee, wir schauen erstmal, lassen die anderen vielleicht, ja, obwohl die werden nicht kommen, weil sie nicht kommen müssen. Ich wollte gerade Und sagen, also ich gehe ist mal davon schwierig. aus, dass Lissabon da jetzt nicht irgendwie das Offensivfeuer starten wird von Anfang an. Die wissen halt auch, dass sie eine relativ gute Ausgangssituation haben. Wir müssen mindestens 2 Tore machen, um irgendwie da durchzukommen. Das wissen die halt auch. Also da werden die sich halt auch so ein bisschen da hinten einigeln. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt kein Harakiri-Move, den wir machen müssen, aber wir müssen schon offensiv brillieren, ey. Wir müssen sehen, dass wir in der ersten Halbzeit, ja, irgendwie, also wenn du zur Halbzeit mit 1-0 führst, ne, 45. Minute, da ist echt alles drin dann in der zweiten Halbzeit. Ja, ist ja generell in diesem Spiel alles drin. Aber ich will schon, dass wir relativ früh irgendwie denen wirklich zeigen, dass wir Tore schießen wollen. Und das müssen wir mit einer besseren Offensive einfach zeigen. Weißt du? Ja, das ist so Für mich richtig. Ich wichtiger. könnte aber auch mir durchaus vorstellen, dass wir da so ein bisschen auf Zeit gehen werden, weil wir ja auch im Hinspiel gesehen haben, dass Lissabon durchaus konditionell da ab der Ja. 70. so ein bisschen da irgendwie durch Genau die sind. Frage, ja. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade dann halt auch der Schalter umgelegt wird und du dann extrem auf schnelle auf dieses Umschaltspiel und diese Kontersituationen gehst, wo wir ja bislang in der Saison sehr viel Glück mit hatten. Weil wenn du die ein bisschen unter Druck setzt und die vielleicht da hinten die Räume aufmachen, dann kriegst du das relativ gut hin. Ist vielleicht sogar smarter. Ist vielleicht sogar der smartere Weg. Meiner ist dieser typische, wie wenn ich jetzt FIFA 2019 anmache und will jetzt einfach erstmal versuchen, Tore zu schießen, ja, weil ich sonst nichts anderes weiß. Vielleicht ist genau der Weg, den du gerade beschrieben hast, der sinnvollere. Denn auch ein Rode scheint es so zu sehen. Jetzt hat er ein Interview gegeben, der hat auch gemeint, nee, nee, lieber mal kühlen Kopf bewahren, sehen, wie es läuft und so. Weil genau diese Konditionsfrage, die spielt natürlich schon eine Rolle. Und das hast du natürlich jetzt bei dem Spiel, beim Hinspiel gemerkt, wo sie in den letzten Minuten nicht mehr wirklich viel aufbringen konnten. Und das hast du auch gegen Sebuttal. Das hat der Kollege Phil Hofmeister, hat es ja sich angeguckt, hat bei Fußball 2000 drüber gesprochen. Auch da konnten sie in den letzten Minuten nicht mehr großartig zeigen, was Sache ist. Und vielleicht ist das unsere große Chance. Ja, vielleicht ist es so, dass man ja die 2 Tore, die wichtig sind, in der 80. und 85. Minute macht. Ja, whatever. Es ist, ja, vielleicht ist es besser, als wenn du Harakiri-mäßig an läufst, dann bekommst du ein Gegentor, weil dann sieht es halt noch schwieriger aus. Ne? Ja. Also ich glaube, was du nicht machen darfst, ist von Anfang an relativ offen zu stehen hinten. Weil stell dir vor, du gerätst in Rückstand so. Das wäre, glaube ich, wirklich das Schlechteste, was passieren kann. Weil klar kannst du 3 Tore machen. Es ist alles überhaupt gar keine Frage, so oft genug gezeigt. Aber 3 Tore machen müssen, ist nicht cool. Und dann lieber irgendwie mit einem Stand von 0-0 dir irgendwie den Gegner zurechtlegen, auch schauen, ne, wie ist der drauf, wie ist der Schiedsrichter drauf, was kann ich riskieren und so weiter und so fort. Da erstmal irgendwie die Lage checken und dann ab der 20. Minute ein bisschen hochfahren. Wäre eher irgendwie mal,
mein Gefühl. Gerade in so einem K.O.-Spiel vielleicht eben auch, also Lissabon, das ist die Mannschaft, die was zu verlieren hat am Donnerstag. Ne? Das ist kopfmäßig, seid ihr eigentlich im Vorteil. So könnte man auch argumentieren, zu sagen, okay, wir holen jetzt auf. Ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch durchaus, dass der Trainer in der Lage ist, das zu vermitteln. Ich würde da in den ersten 20, 25 Minuten in der Tat mit so einer, ich würde jetzt mal kontrollierten Offensive reingehen, mal so ein bisschen gucken, wie man sie da vielleicht so ein bisschen irgendwie pieksen kann, vielleicht auch auf Standards spekulieren, um da auch mal vielleicht drauf zu hoffen, dass da einer irgendwie dann noch hinten reinfällt. Mhm. Und dann mal gucken, wie sie drauf reagieren. Und dann halt wirklich drauf hoffen, dass da hinten wieder so ein bisschen die Energie rausgeht bei denen in den letzten 20, 25 Minuten und dann aber ansetzen zum Todesstoß. Ja. Das ist übrigens, Herr Beuth, falls Sie zuhören, das ist bildlich gemeint, nicht ernsthaft, ne? Muss man ja dazu sagen. Ja. Gut, dass du sagst, ja. Dann sind wir immer noch bei der Frage, Viererkette oder Dreierkette? Tja, ich bleib bei der 3 und habe mich jetzt darauf eingeschossen, dass ich Abraham Hasebe und wahrscheinlich wirklich Willems da mal sehe. Also im Mittelfeld will ich Willems nicht mehr sehen. Also da auf gar keinen Fall. Ich würde Willems wirklich probieren, auf der linken Seite zu sehen. Linke Innenverteidiger. Aber andererseits, was dagegen spricht, Fallett hat die letzten Europacup-Spiele, oder hat auch viele Europacup-Spiele gemacht, und die gingen ganz gut aus. Ich glaube, der war gegen Lazio beim 4-1 dabei. Insofern, jetzt habe ich mir Argumente für beide Seiten geliefert, mit unschlüssig. Und lass euch das entscheiden. Irgendwie denke ich, Viererkette ist vielleicht ökonomischer, aus Energiegründen. Und nicht ganz so, du bist halt im Zweifel, gibst du ihnen nicht diese krassen Räume, weil vielleicht die Abstimmung wie im Hinspiel nicht so optimal ist zwischen Mittelfeld und Defensive. Weil sofern da einer irgendwie zu weit rausrückt nach vorne, sind da Räume dafür, die sind halt so unfassbar schnell. Das ist so, also vielleicht sind sie deshalb dann irgendwie in den letzten 20 Minuten auch ein bisschen kaputt, weil sie halt so schnell sind. Ja. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Aber dafür kenne ich den Kader auch nicht gut genug. Ja, gut, aber wie geht gerade in dieser verletzten Situation? Aber wenn du sagst, wirklich, du stellst halt um, du machst halt wirklich diese Viererkette, dann machst du es genau, wie er eben von euch beiden schon angesprochen, dann machst du Kostic, fängt links an, also wirklich Linksverteidiger, Oldschool-Linksverteidiger, dann machst du Hasebe, Abraham und Da Costa ist dann Rechtsverteidiger, dann hast du Rode und Fernandes hinten. Und dann öffnest du das ein bisschen und gehst dann mit dem offensiv bestmöglichen zu Werke, was du aktuell hast. Rebic, Jovic, also Rebic und Gacinovic ein bisschen zurückgezogen und Jovic und Paciencia halt ganz vorne. Und dann ist es immer noch eine geile Aufstellung. Ja, auf jeden Fall. Und die haben Bock. Also ich meine, das wird schon ein krasses Spiel. Auf jeden Fall. Es ist 2-0 zu Hause. Das ist fast, also ich meine, klar, also jetzt zweimal verloren. Aber come on, also worüber reden wir? In was für einer Saison? Natürlich können die 2-0 zu Hause gewinnen. Was für eine Frage. Na klar. Ich glaube, die sind auch alle geil genug, dass die sich jetzt da wegen diesen zwei Niederlagen jetzt an der Checklist machen. Nee. Das ist halt, es passiert, wie es passiert. Andere haben viel öfter verloren und diskutieren nicht so gebetsmühlenartig über die kommende Krisen oder so. Nur wir sind es halt von der Eintracht gewohnt, dass es Krisen immer größer sind, als man sie eigentlich gerne hätte. Aber im Endeffekt geht da halt alles. Und müssen wir halt sehen, dass wir halt irgendwie von der Bank noch den einen oder anderen haben, der uns zumindest defensiv Stabilität gibt, weil wenn das 2-0, sag ich mal, dann wirklich passieren sollte, dann könnte ich mir dann vorstellen, dass vielleicht ein Toroma eingewechselt würde oder sowas. Weil es wird halt einfach ein bisschen dünner, das merkst du halt. Marvin, sagst du deine Aufstellung gerade nochmal? Du gehst hinten mit der Dreierkette, sagst du. Ja, genau. Ich gehe mit der Dreierkette. Ich würde im Endeffekt sagen, weißt du was? Ja, komm, also mache ich Fallett rein. Ich setze Fallett rein, Hasebe, Abraham. Ja. Dann halt vorne, ein bisschen weiter vorne, Kostic, Da Costa, Rode, Fernandes, Rebic und dann Jovic, Paciencia. Und dann hast du den Vorteil, das ist einer der wenigen Vorteile wahrscheinlich, aber dass halt
dass Gacinovic noch auf der Bank ist und du dir nochmal nachschieben kannst. Ja. Ich fand die Idee von Anna mit der Viererkette gar nicht verkehrt. Meine Aufstellung würde in der Tat anders aussehen, nämlich Viererkette Williams, da Costa links, rechts, in der Mitte Hase B und Abraham. Davor ein Fernandes als Zerstörer. Mhm. Dann so ein Kostic, Rode, so halb Mitte, halb Außen. Mhm. Und davor Gacinovic, Rebic und Jovic. Ist vielleicht ein Ticken zu offensiv. Mhm. Gerade so in der Kombination Rebic, Jovic, Gacinovic, Kostic. Die vier Cs. Zeigt aber Paciencia nicht. Zeigt Paciencia erstmal nicht. Ist ja auch okay. Mir geht es halt nur darum, dass man dann hat man vielleicht noch jemanden. Ja, ist richtig. Also Paciencia ist für mich einer, den du auch ganz gut als Auswechselspieler irgendwie bringen kannst, wohingegen die Itches, glaube ich, ganz gut auch so, was Speed angeht, die ja da vielleicht die eine oder andere Lücke irgendwie ausnutzen können. Ja. Wäre vielleicht in der Tat tendenziell ein bisschen zu offensiv, aber ja, mein Gott, wir haben eine Chance und die wollen wir vielleicht auch nochmal nutzen. Richtig. Finde ich gut. Wäre noch so ein bisschen was möglich. Und dann müssen wir jetzt natürlich noch ein Ergebnis tippen und die Gästin darf anfangen. Ich sage 3-1. In 90 Minuten. Ja. Na klar. Ja. Dr. Marvin. Ich sag auch ein 3-1. Ich bleibe bei meinem Tipp. Du bleibst bei deinem Tipp? Ja, habe ich ja schon bei Fußball 2000. Ja, das Blöde ist, ich sage halt auch 3-1. Ja, dann ist es halt ein 3-1. Dann ist es halt ein 3-1, ja. Ja. Was soll man machen? Ja. Dann ist es halt so. Mein Gott, es gibt Schlimmeres. Ja. Oh. Dann ist es halt ein 3-1 und dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, tendenziell sieht es ja ganz gut aus, dass wenn nächste Runde, dass es dann Chelsea wäre, oder? Ja, ist mir Latte, voll scheißegal. Latte, ey, kann auch Prag werden. Natürlich sieht alles aus wie Chelsea, dann nehme ich das auch gerne. Ich liebe London. Dann ist das eine ganz gute Zwischenstation, bevor wir ins Finale kommen. Leute, geil, Donnerstag. Ey, Europacup, wie geil ist das? Ich habe wieder voll Bock. Ey, endlich wieder Stadion, endlich wieder Europacup-Atmosphäre. Das muss uns total viel Kraft geben. Wer hätte denn gedacht, dass wir so weit überhaupt kommen? Und jetzt haben wir immer noch alle Möglichkeiten. Donnerstag, ey, richtig Bock, 21 Uhr, Flutlicht, geiles Wetter. Ich habe gelesen, dass die nächsten Tage soll schön warm werden und dann brauchen wir uns auch nicht mehr in Winterklamotten irgendwie hier rumwuseln. Es ist eigentlich die geilste Zeit bei geilem Wetter, bei einem Bierchen in der Kurve zu stehen und die Eintracht wirklich nach vorne zu schreien. Und ich will das. Kann ich voll und ganz verstehen. Ich will das auch. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung der Vollständigkeit halber zum Schiedsrichter, weil wir da ja auch schon das eine oder andere Mal davon gesprochen haben. Es ist diesmal ein Italiener. Ich hatte auch vorhin noch irgendwo den Namen. Jetzt habe ich ihn hier wieder verbaselt. Vielleicht kann der Chat ihn gleich noch reinschreiben. Was ich gesehen, verstanden habe, ist, dass der auch so ein bisschen großzügig mit Karten ist. Der hat wohl diese Saison 5 Champions League Spiele gepfiffen und hat da auch freundlicherweise 24 Karten verteilt. Also jetzt auch eher wow. So Marke großzügig. Ja. Und wenn ich das richtig gelesen habe, hat der auch das Spiel Benfica gegen Bayern in Deutschland gepfiffen. Genau. Wir wissen vielleicht auch noch, wie das ausgegangen ist. Also Vorteil so ein bisschen bei uns. Ja, genau. Wenn jetzt mir jeder mit seiner scheiß Aberglauben-Kacke kommt, dann können wir jetzt genauso mit dieser Aberglauben-Kacke mal zurückschlagen. Ist ja schon. Ne? Ja. Ich habe das jetzt schon wieder so oft gehört. Ja, neuer Trainer. Oh Gott, der will verlieren. Und ey, okay, das haben wir jetzt verloren, neuer Trainer. Aber gleichzeitig, ey, auch, hey, Lissabon, ihr beim letzten Outing mit diesem Schiedsrichter richtig schlecht ausgesehen. Also insofern, macht mal, ja. Daniele Orsato heißt er. Klingt jetzt nicht so ganz italienisch, aber who cares. Ich wollte schon ein bisschen Sprachstörung und merkt, dass ich schon lachend mal wach bin. Aber gut, irgendwas ist immer, ne. Oder ein Bierchen getrunken hast, je nach. Nein, ey, Alter, überhaupt, wie schön wär's. Ich komm direkt Arbeit. Ich habe mir vorhin nur zwei Britzbürst. Ohne Scheiß, ich habe eigentlich hätte ich irgendwie um 18 Uhr ausgehabt, ne. Und weil ich genau wusste, es dauert wieder länger, weil ich in drei fucking Konferenzen heute war, habe ich das einzige Mittagessen, was ich gehabt habe, ich bin in die Pinte, das ist so ein bistroartiges Ding, habe mir zwei Rindswürstchen reingekloppt, die habe ich mit hochgenommen.
genommen. Das ist alles, was ich heute gegessen habe, nach Ananas heute Vormittag. Und dann hab ich hier noch hier Pressetermin gehabt. Hier, die guten Brudis hier von Puls 4 haben was über den Hütter gemacht heute. Und da waren sie, weil wir die Hinti-Army-Song Fußball 2000 gemacht haben, waren die noch da, haben uns da interviewt. Und dann ging es weiter, bin ich wieder hochgegangen, habe irgendwie ein Video fertig geschnitten, bin dann mit einem Car2Go zum Presseclub, habe da anderthalb Stunden noch irgendwie was gebabbelt und weil ich pünktlich bei euch sein wollte, habe ich dann noch das Taxi genommen, aber ein Bierchen gab es leider nicht. Oh. Ja. Armer Mensch. Irgendwie eine traurige Geschichte. Ja, das kenne ich schon. Er versucht wieder Mitleid zu erhaschen. Ja, das funktioniert nur bedingt. Und der Chat eskaliert natürlich gleich wieder bei deiner Fruchterwähnung. Wow. Oh Gott. Ja, dies, das, oh Ananas. Was soll ich machen? Ne? Ananas schmeckt lecker, ein großer Freund. So, jetzt müssen wir irgendwie aus dieser Mitleidszone rauskommen. Und wie machen wir das am besten? Wir sprechen über den nächsten Liga-Gegner am kommenden Montag, 20:30 Uhr, auswärts gegen den VfL Wolfsburg. Also wir bleiben beim Mitleid, meinst du? Ja. Mitleid, also Wolfsburg, Eskalation. Für Wolfsburg hab ich nicht mehr als Mitleid. Ja. Mitleid und Wut. Ja, ist eine nette Kombination. Ich glaube, die mag auch wirklich keiner. Also ich erzähle die Geschichte ja umso gerne und umso häufiger. Wir haben mal eine Befragung in Wolfsburg gemacht bei Studenten und haben sie auch gefragt, so was ist das Beste oder das, was sie an Wolfsburg am meisten schätzt, haben sie gesagt, die Lage, man ist schnell in Berlin und Hamburg. Ja. Ja, sagt halt auch viel aus. Wenn der ICE hält und man einsteigen kann, dann ja. Ich glaube, der will da auch gar nicht so unbedingt gerne halten. Da will auch sonst irgendwie keiner so gerne halten, aber gut. Ja, was fällt uns denn sonst spielerisch vielleicht zum VfL Wolfsburg ein? Ja, also ehrlich gesagt, Leute, ey, ich will auch großartig über die sprechen, ey. Die verdienen keine Erwähnung. Jetzt mal allem Respekt, das ist ein Verein, der echt alle Chancen hatte, dieses Jahr richtig weit nach vorne zu kommen. Ne? Die waren so gut dabei zwischenzeitlich unter Labbadia. Plötzlich fängt das dumme Gelaber an, ja, dass irgendwie, hier Schmadtke ist da momentan am Machen und der kommt dann nicht mehr so gut mit Labbadia, klar. Und jetzt war dann plötzlich klar, ja, Labbadia macht's nicht mehr über die Saison hinaus. Weißt du was? Ey, wenn ihr es mal einmal nicht schafft, also wie mal wieder nicht schafft, so viel Vorsprung, so viel Gutes in was wirklich Sinnvolles zu verwandeln, dann muss ich sagen, habt ihr es auch nicht verdient. Und jetzt die letzten Spiele waren desaströs. Ich meine, das 2-0 gegen Leipzig ging einigermaßen. Die Ergebnisse davor haben ganz klar gegen diese Mannschaft gesprochen. Und da nehme ich jetzt gegen das Opferlammessen gegen Hannover, nehme ich da mal deutlich aus. Ja? Ja. Weil wenn du gegen Hannover nicht gewinnst, dann hast du diese Liga überhaupt nichts verloren. Ja, Dortmund verloren und dann halt ja, gut, okay. Ja, Düsseldorf war auch ganz gut aus. Aber zum Großen und Ganzen. Ja, du kannst aus den Ergebnissen halt nicht so richtig was ziehen. Ne? Bremen irgendwie nur unentschieden, Bayern verloren. Okay, Düsseldorf haben sie hoch gewonnen. Naja, gut, aber auch zwei Gegentore gefangen. Aber Dortmund verloren, Hannover gewonnen, Leipzig wieder verloren. Also kann alles passieren. Ja, aber ehrlich gesagt fand ich die Leistung von denen, auch in der letzten Zeit, auch wo sie dann wenigstens gegen Hannover gewonnen haben, 3-1, ja. Fand ich das sehr unkörperlich. Ich fand, das war alles kein dominanter Sieg. Und gegen Leipzig sind sie auch rumgelaufen für Falschgeld. Also mir gefällt Wolfsburg einfach nicht. Und ich habe überhaupt keinen Bock, dass die Eintracht-Tabellenvierter sich irgendwie was von irgendjemandem was einreden lässt, von wegen, dass Wolfsburg so mega gefährlich ist. Ja, ach, natürlich ist es der Gegner, wo man immer wieder die alten Eintracht-Mythen beschwört und sagt, okay, gegen den müssen wir verlieren. Aber ey, auf gar keinen Fall. Wolfsburg wird weggewichst. Da geht gar nichts. Ey, die bekommen keine Punkte von uns. Ey, ist echt so. Wolfsburg, ich muss jetzt kurz mich emotionalisieren, weil Wolfsburg ist echt, was die erzählen, ne, so von wegen, ja, wir haben jetzt 40 Punkte und Gott sei Dank halten wir die Klasse. Das ist ja das, die Rhetorik, die sie lange an den Tag gelegt haben, ehe sie dann die 40 Punkte hatten und irgendwie klar war, dass sie zu mehr ermächtigt sind grundsätzlich. Wo ich denke, halt, bitte, bei allem Respekt, ne, ich mag auch ein paar Leute da aus der Szene, ja, alles geschenkt, weil
irgendwie hier auch in der Nähe ist, ne, und man kennt die Leute. Aber so, wir haben ja gegen die in der Relegation gespielt vor 2 Jahren. Also haben verloren, 2x1-0, scheiß Mario Gomez, alles geschenkt. So, das war ja schon der Warnschuss mit einem Kader, der immer teurer wurde. So, weil VW-Krise, Dieselskandal und so weiter und so fort, hat immer mehr Geld reingepumpt. Die haben nicht beim VfL gespart. Das heißt, die hatten in der zweiten Relegationssaison, genauso wie der HSV, genauso eine Scheiße wie der HSV haben die gespielt. Also in der Chronologie der Saisons haben sie dann gegen Kiel die Relegation gewonnen. Gegen scheiß Kiel. So. Die echt auch, also die wirklich von ganz woanders herkommen und aus so einer krassen Dynamik auf diesem Relegationsplatz gelandet sind, weil irgendwie Anfang da auch eine gute Arbeit gemacht hat und so weiter und so fort. Aber die Spieler auch so, und dann landen sie jetzt nach 2 Relegationssaisons wird da plötzlich irgendwie bemüht, dass sie ein Abstiegskandidat sein vor der Saison, wo ich wirklich weinen möchte, weil ich denke, nein, seid ihr überhaupt nicht, ihr erfüllt jetzt das, was ich eigentlich von euch verlange, mit der Kohle und dem Potenzial, das in eurer Mannschaft steckt und den Möglichkeiten, die ihr habt, nämlich Narrenfreiheit, da zu tun, was ihr wollt, und dass die jetzt da gelandet sind, wo sie sind, mit einem kleinen Leistungseinbruch wegen dieser ganzen Laberei, weil Labbadia geht und so weiter und so fort, finde ich, mich regt es nur auf, von vorne bis hinten, und ich wünsche mir 2 Eintracht-Siege am Montagabend. Mit Abstand, auf jeden Fall. Ja, Wolfsburg ist für mich Hannover trägt die roten Trikots, aber Wolfsburg ist das rote Tuch, ey, ohne Witz. Schön. Vollidioten. Am Ende nochmal einen rausgehauen. Bam! So. Das ja. Kann ich zu Wolfsburg sagen. Ja. Ein bisschen auch persönlich eingefärbt durchaus, aber nichtsdestotrotz sehr fest in der Meinung. Es ist halt, ja, es ist, ich stimme da inhaltlich vollkommen zu. Es ist eine Mannschaft, die halt auch, ja, so sehr, sehr unpersönlichen Fußball spielt, um das mal so zu sagen. Abgesehen davon von den alten Animositäten, dass ich die halt nicht wirklich leiden kann und ich das Gefühl habe, dass jeder Spieler dort konsequent schlechter wird. Bis zu den Spielern, die bei uns mal eine große Hoffnung waren, wie Sebi Jung, der komplett eigentlich seine Karriere dort an die Wand gefahren hat. Wahrscheinlich nicht finanziell, da lief das dann noch einigermaßen gut, aber alles andere ist da. Ich glaube, das schwierig. Ist aber auch so ein Punkt, warum die Spieler da schlechter werden, weil sie eben nicht mehr da sind, weil es irgendwie eine geile Mannschaft, geile Fans und irgendwie Möglichkeiten sind, sondern einzig und allein des Geldes wegen da bin. Und das ist vielleicht so eine kurzfristige Motivation, aber auf lange Sicht gesehen, wenn du halt eigentlich in einem emotionalen Sport wie Fußball unterwegs sein willst, bringt dir die Kohle halt unterm Strich nichts. Nein, und das ist, finde ich, wirklich sehr, sehr interessant, weil bei der TSG Hoffenheim, die wesentlich weiter ab vom Schuss liegt, was die Lokalität des Vereins anbelangt, die Spieler aber lieber bleiben und längerfristige Verträge abschließen und auch nochmal den Vertrag verlängern. Und auch der Trainer, man muss Nagelsmann, ich weiß, so ganz andere Akte, aber nichtsdestotrotz gelingt es da, was Längerfristiges aufzubauen, was halt offensichtlich über mehr als nur monetäre Dinge motiviert wird. Und obwohl Wolfsburg der attraktivere Standort ist, du hast Hannover als Wohnort in der Nähe, du hast Berlin und Hamburg in direkter Nähe, du hast eine astreine ICE-Anbindung, du hast einen Flughafen in der Nähe, alles gar kein Problem. Und trotzdem bleiben die Spieler da oder gehen die Spieler dahin, um im besten Fall von dort schnell weiterzukommen. Draxler ja ähnlich. Der war ja auch in Wolfsburg und ist da nicht lange geblieben. Hm. Weil genau das, so meine Unterstellung, die Hoffnung ist, dass Wolfsburg irgendwie erstmal gut zahlt, eine relativ okaye Bühne ist, Bundesliga und so weiter und so fort, und man dann aber schnell weiter weg kann. Und bei Hoffenheim ist es anders, obwohl der Standort eigentlich weniger attraktiv ist. Ja, und du hast natürlich als Spieler, der vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen Karriere machen will, in Wolfsburg auch durchaus eine Chance, so ein bisschen einfacher aus dieser Mannschaft herauszustechen, weil die alle so in ihrem Tagtrott drin sind. Und wenn du dann halt einen hast, wie ein Draxler, wie ein De Bruyne, die halt einfach dann da auch mal den Arsch hochkriegen und sagen so, komm, ich halte es jetzt mal eine Saison lang aus, aber hau halt hier auch richtig einen raus, dann kannst du da halt auch viel schneller glänzen, als du es vielleicht in einer anderen Mannschaft irgendwie hinkriegst. Das stimmt, ja. Ja, und ich muss wirklich sagen, wenn wir uns die Mannschaft dann halt jetzt angucken, dann wissen wir, auch wenn ich die jetzt als ein bisschen unkörperlich bezeichnet habe, dann muss man trotzdem sagen,
Die sind natürlich auch nicht komplett ungefährlich. Da sind Leute dabei, die jetzt in ihrer Saison dort auch brillieren, auch vielleicht, weil es ja die erste Saison da dort ist. Aber so Spieler wie der gute, oh, jetzt muss ich den Namen aussprechen, Wout Weghorst oder Wout Weghorst. Weghorst, ja, genau, Weghorst. Weghorst. Das ist ein grandios gefährlicher Spieler, auf den müssen wir natürlich aufpassen, ohne jetzt genau zu sehr in diesen Kader reinzugehen. Und also, aber Weghorst ist ganz, ganz gefährlich. Dann der Maxi Arnold, das macht mich immer noch wütend, dass dieser Spieler dort spielt. Auch richtig guter Kicker. Also die sind nicht ungefährlich, aber auch, wie gesagt, wenn wir in der Defensive dann wieder ein bisschen ein Stück weit zurückkommen, wenn vielleicht Hinteregger da wieder fit ist, dann können wir denen da fies genug auf den Füßen stehen und offensiv haben wir einfach unsere Qualitäten. Wir müssen da nur einen kühlen Kopf bewahren. Ja, das ist halt für mich gerade so ein bisschen dieser Schmerzpunkt. In Hinteregger würde uns auch in dem Spiel extrem gut tun. Und ich hoffe halt ernsthaft, dass das jetzt nichts Langfristiges ist. Ich kriege da immer gerade wieder so ein bisschen latent Angst, wenn da so nebulöse Aussagen irgendwie getroffen werden über Verletzungszustände von Spielern. Da habe ich vielleicht zu oft irgendwie auf Basti gehört. Ja. Aber ganz ehrlich, die haben momentan ihren Stammtorhüter nicht. Und im Gegensatz zu Augsburg, die wirklich einen sehr Ja. guten zweiten Mann hatten, ist der Pavao Pervan jetzt echt keiner, der mir Angst und Schrecken Nee, beim einjagt. Der besten zwar, Willen nicht. und das ist wirklich jemand, den musst du oft bespielen, da musst du öfter mal draufhauen, da musst du mal ein paar Fernschüsse machen. Der ist 31 und hat es nur zum zweiten Torhüter von Wolfsburg geschafft. Und ja, zweite, das kann man auch, ja, ist also jetzt auch eher so eine Konzessionslösung gewesen. Also sage ich mal so, den kannst du richtig gut bespielen und dann haust du deine Dinger rein und die Eintracht weiß schon, wie sie die Tore schießen kann. Da bin ich echt, da mache ich mir keine Sorgen, da musst du nur Selbstbewusstsein genug haben und dann läuft das. Sag ich mal so. Sagt er mal so, was er immer alles mal so sagt. Mir persönlich wäre es für eine Aufstellungstippabgabe in der Tat noch ein bisschen zu früh, weil wir nicht wissen, was da alles noch irgendwie vorne und hinten passiert. Aber zu einem Tipp, da würde ich euch auf jeden Fall hingeleiten. Die Dame darf wieder anfangen. Auf ein spätes 1-0 tipp ich. Auf ein spätes 1-0. Dr. Marvin. Oh, ich will aber wieder ein klares 3-0. Totales Understatement hier. Nee, weißt du, Leute, Ja. ey, ganz ehrlich, die Sache ist echt, ja, nein, die Sache ist schwierig genug, ne? Wir haben jetzt echt ja, ein paar Haufen Scheißspiele jetzt vor unserer Tür, ja? Also ich meine, du musst jetzt Wolfsburg einfach mal weghauen. Du hast jetzt blöd Punkte liegen lassen gegen diese scheiß Augsburger. Jetzt will ich einfach mal wieder einen klaren Sieg, weil danach ist ja schon wieder schwierig genug. Das Heimspiel gegen die Hertha, glaube ich, das ist dann auch wieder so ein Spiel, ja, kannst du gewinnen, musst du nicht gewinnen. Und dann haben wir ja dann nur noch ein Heimspiel gegen Mainz, musst du auf jeden Fall am 33. Spieltag gewinnen, da sehe ich gar nichts. Aber Leverkusen, das wirst du hundertprozentig verlieren. Und gegen die Bayern, du musst halt auch von der Magie des letzten Spieltags leben. Da kann auch noch ein bisschen was sein. Aber ich will einfach diese 3 Punkte, die wir jetzt dumm gegen Augsburg verloren haben, die hat sich aber Augsburg auch erarbeitet, muss man auch sagen, Chapeau, die will ich jetzt gegen diese hoffnungslosen Wolfsburger jetzt einfach wieder eintreiben, weil ganz ehrlich, die wollen doch eh nicht in die Euroleague. Dann nehme ich die 3 Punkte und gehe in die Champions League. Brauche nicht über So. losgehen. Also ich glaube nicht, dass das Ergebnis hoch ausfallen wird. Wir spielen, wie gesagt, Montagabend 20:30 in Wolfsburg. Also es wird mehr oder weniger ein Geisterspiel wahrscheinlich werden. Bis auf Ja, die. wie sonst auch in Wolfsburg. Ja, aber dann wahrscheinlich noch weniger. Wir können froh sein, wenn die bis zum Ende in dem Ding das Licht anlassen und nicht irgendwie zwischendrin der Hausmeister auch schon in der 80. heimgeht und das Licht ausmacht. Ja, die haben ja Diese diese Lichtershow, Lichtshow. wenn Tore Ja, fallen, die dann müssen wir machen sie halt. dann an, ja. Müssen wir mehr Tore schießen, dann wird es auch wieder hell. Genau. Ich glaube aber nicht, dass da so viele Tore fallen würden. Ich würde in der Tat bei dem 1-0 für uns eher mitgehen als bei deinem leicht optimistischen 3-0. Das ist ja kein Problem. Kein Problem für mich. Hauptsache 3 Punkte. Ja. Großartig. Großartig, großartig, großartig. So, und dann müssen wir jetzt unseres Amtes walten und über die Dummschwätzer der Woche sprechen. Rumenig, rumenig. I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rumenig, rumenig, all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original.
Und wir haben auch diese Woche wieder grandiose Nominierte auf unserer Liste. Aber wir müssen natürlich erstmal auflösen, wer denn bei der letzten Wahl gewonnen hat. Und die ist jetzt schon 2 Wochen her, weil wir letzte Woche zeitbedingt und sonstige Gründe bedingt das Ganze ausgesetzt haben. Wir hatten auch wenige Nominierte, da sind diese Woche noch ein paar dazugekommen. Von daher hattet ihr jetzt 2 Wochen Zeit zum Abstimmen. Oh. Und da müssen wir dann jetzt mal gucken, wer da gewonnen hat. Und wir hatten 4 Nominierte und von daher kann ich alle 4 quasi einmal vorlesen. Auf den letzten Platz hat es die UEFA bzw. dieses Europäische Komitee geschafft wegen ihrer Champions League Reform. Dritter ist geworden, der Herr Hoeneß, der ja irgendwie gesagt hat, von wegen, es gehe eben nicht irgendwie um sein eigenes Denkmal und tralala, und weil er ja dem Herrn Löw den Shitstorm erspart hat. Dann hatten wir auf Platz 2 den Herrn Grindel für seine leicht merkwürdige Erklärung für seinen Rücktritt, und vielleicht kommt Herr Grindel ja heute auch nochmal dran, wer weiß. Und gewonnen hat tatsächlich mit 42,2% der Verfasser des Spieltagsberichts in diesem Schwarz auf Weiß Mitgliedermagazin. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und dann gucken wir mal, wen wir auf der nominierten Liste für diese Woche haben. Und den ersten hatten wir letzte Woche länger besprochen, und zwar ist es eine Nominierung von Sunny2K1, und zwar der Herr Stegemann für seinen doch recht merkwürdigen Erklärungsversuch zu diesem nicht gegebenen Elfmeter, wir erinnern uns, mit seinem Graubereichsentscheid, Ermessungsspielraum, so nach dem Motto, ja, er trifft ihn unten und er trifft ihn oben, aber es ist für mich kein Elfmeter. Okay. So. Und dann haben wir eine Nominierung von Ed Schobot, falls man das so ausspricht, ja. Und zwar den BKA-Chef Münch für seinen wunderbaren Erklärversuch, warum denn die Fälle von Polizeigewalt natürlich nicht in einer Kriminalstatistik auftauchen müssen, weil es ist ja keine Kriminalität. Mhm. Fand ich schwierig, also die Erklärung fand ich schwierig. Die Nominierung finde ich eindeutig, die Erklärung fand ich fragwürdig. Genauso fragwürdig war die Erklärung von Herrn Grindel, der wurde nämlich hier von Milano 1896 nominiert, der natürlich nicht nur irgendwie so eine komische Erklärung zu seinem Rücktritt hatte, aber dann halt auch noch sich so ein bisschen unsicher war, wie viel diese Uhr denn jetzt tatsächlich gekostet hat und einfach mal nur die Hälfte des Preises angegeben hat. Geil, beste Nominierung. Ist, also, das ist auch mittlerweile an Dämlichkeit nicht mehr zu überbieten. Also, wobei, wenn ich mir so angucke, wer unser nächster Nominierter ist, und der wurde uns vorgeschlagen von Sebastian at Schempk 80, dem EFC Applewire und Lord Ox, und zwar unser aller Freund Thomas Müller, für seine wunderbare Aussage, dass er so einen Elfmeter ja lieber am Tor vorbeigeschossen hätte als rein, weil sowas findet er ja lächerlich. So ein Lappen, ey. Boah, ey. Ja. Ohne Scheiß. Ich muss echt sagen, die Nationalmannschaft ist ein bisschen sympathischer geworden, seitdem er nicht mehr dabei ist. DFB-Team-Fan. Ich glaube, es war eine Maßnahme von Oliver Bierhoff. Ja, ohne Scheiß. Den DFB interessanter zu machen. Ja, genau. Die Spieler abzustellen. Großartig. Ja, dann haben wir nochmal eine Nominierung von Sebastian, der aus meiner Sicht auch nachvollziehbar alle Fans nominiert, die am vergangenen Sonntag ab der 80., 84. Minute das Stadion verlassen haben. Hatten wir ja gerade eben schon länger drüber gesprochen. Ja. Dann haben wir eine Nominierung von Joe bekommen, und zwar ein Freund der Sendung, Martin Kind, der im Doppelpass wohl erstmal fragen musste, auf welchem Tabellenplatz Hannover denn eigentlich steht. Ja, und der danach gesagt hat, dass er Bayern lieber als Dortmund mag, weil Bayern erfolgreicher sei. Ja, aha. Sinne, fragt man sich, warum also, Hannover-Fan ist, aber. Ja, also Martin Kind, gleich auf, würde ich sagen. Ja, auch ein Mysterium schlechthin. Ja. Also da kannst du auch Thomas Müller, Martin Kind und den Herrn Grindel in den sprichwörtlichen Sack stecken und draufhauen, da triffst du immer einen guten. Hat man wieder auch ein merkwürdiges Sammelsurium zusammengestellt. Ja. Unangenehm irgendwie. Ja. Mhm.
Und dann haben wir noch eine letzte Nominierung von Sebastian, der sich ein bisschen verausgabt hat und uns eine lange E-Mail geschickt hat, wo er gleich drei Leute nominiert hat. Und zwar den Herrn Martin Schmidt, seines Zeichens aktuell Trainer in Augsburg, der merkwürdige Aussagen bei seinem Amtsantritt gesagt hat. Unter anderem von wegen, dass er als erstes auf den Spielplan geguckt hat, als der Spielplan rauskam, als erstes geguckt hat, auf wen spielen wir auf den ersten Spieltag, an wem spielen wir am letzten Spieltag, wann spielen wir gegen die Bayern und an vierter Stelle, wann spielen wir gegen Augsburg? Ja, okay. Und dann sagt er, das kann ich euch sagen, das kam immer an vierter Stelle, wo ich mir denke, ey, du bist gerade Cheftrainer in Augsburg gekommen und sagst denen gerade ins Gesicht, es kommt bei denen immer an vierter Stelle. What? Auch so ein bisschen rhetorisch unglücklich, würde ich es jetzt mal freundlich formulieren. Auf jeden Fall. Definitiv. Habt ihr denn noch jemanden, der es verdient hätte, auf diese Liste zu kommen? Ja, also will jetzt auch gar nicht großartig drüber diskutieren, will nur mal die Welt nominieren für ihre Geschichtsklitterung, die gestern betrieben wurde. Jeder, der irgendwie interessiert ist, kann mal bei meinem Twitter-Kanal, ja, wow, kann da mal reingucken. Und ich werde auf jeden Fall den Teufel tun und einen Link reinhauen. Vielleicht können wir, also das ist das Einzige, was ich machen will. Weiß ich nicht. Ich hatte mich total aufgeregt darüber, habe auch kurzzeitig überlegt, noch mehr dazu zu schreiben. Irgendwann ist dann auch gut, aber die Welt ist auch mittlerweile fernab von Gut und Böse. Definitiv. Ja, da gibt es auch einige, die mittlerweile aus allem Guten irgendwie raus sind. Ja. Aber da gibt es ja momentan auch bei Twitter relativ viele, wo man sich nur im Kopf schütteln kann. Also ja gut, die gibt es ja sowieso auch immer, aber... Aber Anna, vielleicht hast du ja noch mal einen. Also du bist ja hier Gast, Ehrengast und vielleicht ist dir ja was aufgefallen in der letzten Zeit, was du ganz gerne noch nominieren würdest. Jetzt bin ich vorbereitet. Auf die Spiele habe ich mich vorbereitet. ich glaube nicht, tatsächlich. Okay, alles klar. Nee, tut mir leid. Nö, ist doch kein Problem. Umso besser. Ist gar kein Problem. Wenn du friedvoll bist und niemanden nominieren willst. Nein, ich glaube, also nicht aus diesem Umfeld. Sehr gut. Sehr gut. Dann lassen wir die Liste so und dann gibt es wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Abstimmung und dann könnt ihr uns sagen, wer denn für euch von all diesen Nominierten euer Dummschwätzer der Woche ist und dann werden wir in der nächsten Woche darüber sprechen. Und bevor wir jetzt so langsam Richtung Ausgang gehen und wenn wir die Anna schon mal da haben, wollen wir natürlich auch die Gelegenheit mal nutzen und vielleicht noch ein bisschen mehr über die andere Eintracht erfahren. Nachdem wir jetzt so viel über die Frankfurter Eintracht gesprochen haben, wäre es ja vielleicht auch schön, da noch mal ein bisschen mehr über die Braunschweiger Eintracht zu erfahren. Du hast schon angedeutet, das ist tabellenmäßig gerade nicht so das Gelbe vom Ei. Nee, es ist weder tabellenmäßig noch ligamäßig das Gelbe vom Ei. Also konkret heißt das, dass wir uns in der gefährlichen Abstiegszone der dritten Liga befinden und tatsächlich mit dem Restprogramm eine durchaus vorhandene Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir ab dem Sommer Profisport mehr betreiben. Das ist, weil wir drohen, in die Regionalliga abzusteigen. Mhm. Also wir sind jetzt 16. In einer 19er-Liga mit 4 Absteigern. Nee, das stimmt nicht. In einer 20er-Liga. Also wir stehen nicht auf einem Abstiegsplatz. Aalen ist letzter, dann Carl Zeiss Jena, Energie Cottbus, Fortuna Köln, die stehen noch hinter uns. Wir spielen am letzten Spieltag tatsächlich gegen Cottbus. Die sind jetzt 2 Punkte hinter uns. Mhm. Wir spielen am Montag, 1,5 Stunden vor dem Spiel Wolfsburg, Eintracht Frankfurt in Uerding. Das wird spannend. Die spielen tatsächlich ja nicht in Uerding, weil die kein Stadion haben, das ligakonform ist, sondern nutzen das Stadion des MSV Duisburg zu deren Leidwesen und haben tatsächlich den teuersten Kader der Liga. Also auch Kevin Großkreuz zum Beispiel spielt ja für Uerding. Also haben da relativ tief in Taschen gegriffen. Und ich bin gespannt. Also wir haben nur noch 2 Heimspiele gegen Münster und gegen Cottbus, wie gesagt, am letzten Spieltag. Und es bleibt leider tatsächlich spannend bis zum Schluss, obwohl man sagen muss, dass man das im Winter zugestanden, also an dieser Stelle tatsächlich
zugestanden, nicht erwarten konnte, weil wir abgeschlagen Letzter gewesen sind und jetzt dank der positiven Bilanz der Rückrunde bisher mit einem, ja, jetzt Rückrundendritter, glaube ich, sind und dadurch eben noch eine reelle Chance haben, die Klasse zu halten. Ich gucke mir gerade den Kader von Uerdingen an, die haben ja echt da groß in die Tasche gegriffen, wenn ich so sehe, was da alles an Namen stehen. Ja. Unter anderem mit Stefan Aigner, auch ein Ex-Eintrachtler. Ja, genau. Also da sind wirklich viele Leute dabei, aber ich habe jetzt eigentlich erst schon gedacht, ihr bekommt die Überleitung hin, Dummschwätzer, und sprecht über Schubert. Das hat jetzt nicht so geklappt, nein, Spaß. Bin ich so der größte Schubert-Fan, ja, da wurde ich auch letztens schon für kritisiert, ist auch alles in Ordnung. Ja, wichtig ist im Endeffekt, dass er nur mit euch diese Saison die Klasse hält und dann wird weitergeschaut, weil das wäre jetzt schon dramatisch, nach dem Abstieg letzte Saison nochmal jetzt eine Klasse tiefer gehen zu müssen. Das wäre ja wahrscheinlich auch tödlich für einen Verein, ich denke. Oder was sage ich? Tödlich, tatsächlich. Aber. Also es ist wirklich etwas, das man dringend vermeiden sollte, zumal die Situation so ist, dass wir im Winter Transfers getätigt haben, die sicherlich positiv sind. Unter anderem Bernd Nerich kam vom FC St. Pauli, Jasmin Fesic von Magdeburg zurückgeholt, auch einige etwas unbekanntere Namen, die eben in diesem Eintracht Braunschweig-Umfeld bekannt sind, wie Marc Pfitzner, Benny Kessel und so weiter und so fort, die halt Verträge haben für die vierte Liga. Und ich mich so ein bisschen frage, wie man einen Bernd Nerich in der Regionalliga finanzieren möchte. Weil das ist sicherlich ein cooler Typ, aber das kann mir doch keiner erzählen, dass der einen Vertrag unterschreibt, der ihm ein Gehalt garantiert, das wesentlich wirklich deutlich unter dem liegt, was er in der zweiten Liga verdient hat, weil das einfach Interessen sind, die diese Sportler haben. Der hat nichts mit Braunschweig am Hut. Warum sollte der für 2000 Euro bei uns kicken? Das kann mir keiner erzählen. Den müssen wir finanzieren oder verkaufen. Das heißt, wenn wir die Klasse halten, wenn man sich den Kader anschaut, der ist teuer. Wir müssen aufsteigen nächstes Jahr, sonst gehen wir insolvent. Das wird so sein. Wir haben jetzt, die Geschäftsstelle ist quasi klinisch tot. Wir haben die zweite Mannschaft abgeschafft. Das NLZ läuft nur noch eigentlich überhaupt nicht. Also da alle Hauptamtlichen auch entlassen. Alles steckt in den Profis. Das heißt, es ist da schon rauszusehen, was für eine finanzielle Leistung das ist, das zu stemmen. Und der Verlust ist groß. Also wir sind absurderweise der beste Zweitligist der letzten 5 Jahre und haben deshalb Fernsehgelder in der letzten Saison bekommen aus diesem Zweitliga-Etat von 16 Millionen und bekommen jetzt in der dritten Liga 500.000 Euro. Ach du Scheiße. Das ist echt eine krasse Differenz. Ja. Das ist nicht ohne, und das zeigt, wie dramatisch die Situation ist. Deswegen kann man eigentlich wirklich nur hoffen, dass ihr nicht ganz nach unten durchgereicht werdet. Und ehrlich gesagt, fuck, ey, scheiß Sonnenhof Groß-Asbach, wenn ich diese Vereine höre. Keine Ahnung, warum die es überhaupt nicht mal in die dritte Liga geschafft haben, aber ihr geht wieder zurück. Also, allein für so einen Verein wäre es mir lieber, wenn Braunschweig die Klasse halten würde und dann sich in der nächsten Saison wirklich mal über andere Dinge nochmal Gedanken machen könnte, die irgendwie im Mittelfeld oder vielleicht ein bisschen weiter da oben residieren würden. Also, keine Ahnung. Es ist eine absolut richtig krasse Kiste. Ich hatte es ja eben gerade, als wir über Wolfsburg gesprochen haben, gesagt, diese Fallhöhe, das ist das, was uns in Braunschweig halt gerade so wehtut. Wir haben vor 2 Jahren, sind wir fast aufgestiegen. Wir waren der beste Dritte der Zweitliga-Geschichte mit 67 Punkten. Fortuna Düsseldorf hatte nicht 67 Punkte und ist als Spitzenreiter aufgestiegen. Also mit was für einer Saison wir nicht aufgestiegen sind. Und eine Saison später sind wir direkt abgestiegen. Das ist schon übel. Hartes so. Und deswegen kann ich auch wirklich verstehen, also wenn ihr jetzt, ne, in Frankfurt hat man jetzt 2 Spiele verloren und wirklich, mein Herz ist so voller Mitgefühl dafür, dass die Leute denken, okay, alles klar, nächstes Jahr Abstiegskampf. So, ich kann das wirklich verstehen, weil wenn man das einmal erlebt hat, mein Papa ist ja Eintracht Frankfurt-Fan, deswegen habe ich die letzten Jahre immer irgendwie mitbekommen, diese ganzen Aufs und Ab, diese Spitzen, Hinrunde, nach der ihr dann abgestiegen seid und so. Also wenn man, nein, es ist, also wenn man sowas erlebt hat, ja.
dann muss man sich halt auch nicht wundern, weshalb einen zwei Niederlagen in der besten Saison seit Jahren einfach völlig fertig machen. Na klar. So. Ja, das war ja das, was wir ja auch immer schon gesagt haben, dass wir latent immer noch so diese Erinnerung an die alte Diva von Main im Kopf haben und einfach in Saisons, wo wir dann in der Rückrunde immer gnadenlos abgekackt haben, wo wir immer der Aufbaugegner waren und so weiter, und dann hängt das natürlich da drin, das kannst du auch total noch geiler, wenn die Saison noch geiler ist, und nach dem dritten Pokalsieg kriegst du das wahrscheinlich immer noch nicht raus, weil es dich halt einfach so unendlich irgendwie prägt, ja. Ja, total. Und aber du kannst es auch nicht erklären, ne? Du musst es halt erleben, und wenn du einmal, also auch dieses Bangen, was wir, glaube ich, alle haben, wenn unser Verein führt 2-1 in der 83. Minute. Es gibt halt Vereine, da gehen die Fans dann Bier holen, so. Und das würde uns halt nie passieren. Es soll Vereine geben, die europäisch gespielt haben, und Menschen waren am Anfang auf der Toilette und haben das Tor nicht erlebt. Grüße an Axel. Kann alles passieren, ja. Aber nochmal auf Braunschweig zurück. Man muss ja trotzdem festhalten, die Rückrunde ist auch bei euch richtig gut bislang. Ja, das zeigt, wenn man bis auf die kleinen Formdellen hier und da, zeigt es ja nach oben, und es zeigt, dass ein Nichtabstieg auf jeden Fall möglich ist. Müssen wir halt nur sehen, dass gegen Uerdingen da zumindest auch irgendwie was mitgenommen wird. Ne? Ja, die Konkurrenz darf irgendwie nicht zu erfolgreich spielen, und wir müssen Tore machen. Es führt einfach kein Weg dran vorbei. Also die Ergebnisse stimmen, die Rückrunde ist gut, aber dazu muss man halt auch sagen, das eine Tor fällt irgendwie, wo der Kapitän der Gegner gerade behandelt wird, dann kriegen wir in einem Spiel 2 Elfmeter, wir haben viele Spiele knapp 1-0 gewonnen, und es zeigt sich halt jetzt in den letzten Spielen, die wir dann nicht mehr gewonnen haben, weil wir eben einfach offensive Nulpen sind, so. Kann man nicht anders sagen. Und das sorgt mich wirklich. Und es ist tatsächlich so, dass dieses, ach ja, das wird schon und ihr werdet nicht absteigen. Das ist absurd. Also Thorsten Lieberknecht trainiert jetzt den MSV Duisburg. Der hat uns vor gut 10 Jahren, vor 11 Jahren gerettet. Eingleisige dritte Liga ist eingeführt worden. Dafür musste man eben über dem Strich stehen. Und wir standen bei... Das war das dritte oder vierte Spiel von Thorsten, standen wir einen Spieltag überm Strich. Das war der letzte Spieltag, Qualifikation für die dritte Liga. Und das letzte Spiel, das Thorsten uns gecoacht hat, standen wir einmal unterm Strich. Und es war der letzte Spieltag, wir sind abgestiegen. So schließen sich Kreise. Ja. Ja, aber Ich freue mich über jeden gedrückten Daumen. Das hast du leider auch in der aktuellen Situation. Ja. Aber wenn du jetzt schon wieder über geschlossene Kreise sprichst, dann muss ich dann zwangsläufig natürlich auch über den letzten Spieltag der Eintracht nachdenken. Wenn wir dann in München sind. In München. Kovac auf der anderen Seite steht. Oh ja. Und letztes Jahr sind wir irgendwie Pokalsieger mit ihm geworden, jetzt ohne ihn. Und wenn es weiter so eng bleibt in der Bundesliga, ey, dann kann alles passieren. Geil, ja. Leute. Für die Eintracht ist es immer noch eine richtig geile Saison. Und da kann ja mehr Positives als Negatives noch passieren, will ich mal ganz ehrlich sagen. Definitiv. Da geht alles. Da geht alles. Dann drücken wir mal der anderen Eintracht und dir, Anna, die Daumen, dass das alles gut vonstatten geht. Zumindest wenn ich unseren Chat hier lese, dann sind da ganz viele gedrückte Daumen. Also allein dadurch müsste das schon funktionieren. Müsste es laufen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Wir werden auf jeden Fall erstmal nicht gegeneinander spielen, weil für den DFB-Pokal sind wir nicht qualifiziert. Okay. Ja. Wer weiß, wie das bei uns in der nächsten Saison aussieht, ob das dann wieder irgendwie, weiß ich nicht, erste Runde raus, dafür Meisterschaft oder irgendwie sowas. Mal gucken, auf was wir da nächstes Jahr Lust haben. Ja, ich merke schon. Ja. Motivation ist da. Ja, Motivation und so ein bisschen Träumen ist da immer da. So ein bisschen Träumen. Ein bisschen Träumen. Ein bisschen Träumen. Großartig. Ja. Gut, wenn wir schon gerade bei Träumen und bei schönen Dingen sind, dann wollen wir jetzt noch eine gute Tat der Woche küren, und dafür brauchen wir erstmal den Jingle, und der ist hoffentlich hier. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles,
zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, und da haben wir diese Woche etwas, was uns auf Twitter geschickt wurde und wo die Eintracht auch dran beteiligt ist. Und zwar geht es um die Sportgemeinschaft Eiche Darmstadt. Die ist diese Woche vom Deutschen Sportbund und von der Eintracht belohnt worden. Und zwar setzt sich die Sportgemeinschaft Eiche Darmstadt für benachteiligte Kinder und Jugendliche an, die sich keine Teilhabe am Sport irgendwie leisten oder ermöglichen können, und bietet ihnen eben eine beitragsfreie Möglichkeit, am Sport teilzunehmen, und tut da einfach sehr viel, dass ja Kinder und Jugendliche Zugang zu sportlichen Aktivitäten bekommen, und sind, wie gesagt, deswegen die Woche von der Eintracht, die da ja auch sehr aktiv ist und solche Sachen unterstützt, belohnt worden, unter anderem mit Freikarten für das vergangene Spiel. Das war jetzt vielleicht nicht so im Sinne des Eintracht-Fans, aber glaube ich, für ganz viele ein tolles Erlebnis, dann da auch mal ins Stadion zu kommen und so eine Atmosphäre zu spüren. Fanden wir eine ganz tolle Sache, und danke, dass ihr uns da drauf hingewiesen habt. Es gibt auch einen Beitrag bei der Eintracht auf der Webseite dazu, den werde ich an der Stelle mal verlinken, und dann kann sich das jeder da nochmal durchlesen. Mega gut. Habt ihr denn noch eine gute Tat, die ihr noch ergänzen wollt, wenn ihr schon wenig Dummschwitzer beizusteuern hattet? Klingt jetzt No pressure. nein. Nee, gute Tat der Woche, nee, habe ich nicht, aber vielleicht, wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr mal wieder ein paar Fische in meinen schmeißen. Da sind jetzt über 1000 Fische ums Leben gekommen, nachdem die Bombe, der Weltkriegsbombe am Sonntag gesprengt wurde. Ja, und das sah ja relativ spektakulär aus, gesehen hat auf meiner Lieblingsseite hessenschau.de. Oh, Schleichwerbung. Hey, ich habe das Video selbst geschnitten. Okay, und keine Ahnung, also irgendwas muss ja jetzt getan werden. Die haben über 1000 Fische, die jetzt arglistig da ermordet wurden. Vielleicht kann der ein oder andere da mal ein paar reinschicken. Aber ich glaube, das sollte man doch nicht einfach so machen. Ich glaube, man kann nicht einfach Fische kaufen, die sich dann im Main wohlfühlen. Da muss man ganz speziell wahrscheinlich drauf. Nicht. Also wenn ihr das tut, dann bitte lebendige Fische, keine tiefgefrorenen und keine Fischstäbchen. Auf gar keinen Fall Fischstäbchen. Nee, ansonsten fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein, aber ich fand die gute Tat der Woche, die eben beschrieben wurde, sehr gut. Ja. Und ansonsten, ach, weißt du was? Genau, eins noch generell, wenn ihr mal wieder ein bisschen Geld ausgeben wollt und natürlich den Eintracht-Podcast schon gesponsert habt, dann kann ich doch sagen, gebt doch mal wieder ein bisschen Geld für gute Zeitungen aus, ohne Scheiß. So. Es gibt so echt geile Sachen wie das Katapult-Magazin oder so, die hauen regelmäßig guten Mist raus. Das lebt aber auch nur, wenn es finanziert wird. Ja, das ist richtig. Krautreporter kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Okay. Dann müssen wir dann jetzt noch über Empfehlungen sprechen, und da kommen wir gleich zu. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Genau, Empfehlungen, da haben wir ein paar. Ich möchte noch eine mini-gute Tat nachschieben, nämlich Ajax Amsterdam, die in diesem Moment Juventus Turin aus der Champions League rausgeschossen haben. Geile Kiste. Wow. Das macht sie doch sehr sympathisch. Und ich hoffe, dass da noch ein bisschen was geht. Aber Empfehlung, ja, ich war sehr angetan, und ich bin es immer noch, von dem Rasenfunk-Tribünengespräch zu Hillsborough. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Max spricht mit, Name vergessen, dem Menschen, der die Doku für das NDR gemacht hat, die jetzt da, Ole Zeisler, genau, die ja jetzt am Sonntag, Montag, ich glaube in der Nacht von Sonntag auf Montag ausgestrahlt wurde, die es auch über die Mediathek zu finden gibt. Er erklärt dann nochmal so ein bisschen die Hintergründe zu der Sendung, sind, ich glaube, wieder gut 2 Stunden und sind sehr gut investierte Zeit. Ich fand es echt
großartig, auch wenn es ein sehr ja, deprimierendes Ereignis ist, was ich da jetzt ja zum 30. Mal jät, aber ja, da vielleicht auch für den einen oder anderen, der da nicht so richtig live mit dabei war oder wenig Erinnerungen damals daran hatte, macht es, glaube ich, Sinn, sich das anzuhören. Das erklärt einfach sehr viel gerade mit Liverpool in der Liga und wie man sich selbst sieht und wie man von anderen gesehen wird. Ich fand es ein sehr, sehr, sehr gutes Stück. Ja, ja. Super. Und dann empfehlen wir euch was Positives, nämlich leistet eine Choreo-Spende für den Donnerstag. Der Fanclubverband hat wieder einen Brief rausgehauen, geht um Choreo-Spende. Es soll ja am Donnerstag nochmal eine große Choreo geben und es ist viel Geld, was da drauf geht und viel Zeit und das kann man, glaube ich, auch nicht zu gering wertschätzen, was die ganzen Fanclubs da dann einfach auf die Beine stellen, das alles organisieren. Ja, und wer da vielleicht finanziell jetzt das ein oder andere noch beisteuern will, der findet da die Infos. Ich verlinke mal die Internetseite des Fanclubverbands und dann könnt ihr euch das mal überlegen. Perfekt. Habt ihr noch Empfehlungen? Ich bin noch nicht ganz fertig. Heute werde ich auch nicht dazu kommen, weil ich morgen um 5 Uhr aufstehen muss. Aber ich glaube, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wird auf jeden Fall die Tage rauskommen. Die neue Ringfuchs, denn da berichten Jesper und ich über die Zeit in New York. Ich glaube, René, du hast ja auch ein bisschen WrestleMania geguckt. Da werden wir auch darüber sprechen, was wir uns sonst noch so für Wrestling-Veranstaltungen angeguckt haben, was wir so generell von New York mitgenommen haben. Also ein gutes Roundup, um einen Eindruck zu bekommen, was da so ging. Ordnet ihr auch die Matches von der WrestleMania nochmal ein? Weil das wäre etwas, was ich wirklich gerne hätte. Ja, ja. Hervorragend. Also, ja, wird natürlich auch gemacht. Also es ist jetzt nicht nur eine objektive, also nicht nur eine Beschreibung, was da passiert ist, sondern wie wir das gesehen haben, ob es okay war, wie es im Stadion gewirkt hat, wie da die Stimmung auch nochmal ein Stück weit anders ist, als wenn du es nur im Fernsehen siehst. Also genau darüber werden wir natürlich auch sprechen. Hervorragend. Ich habe natürlich WrestleMania komplett gesehen und ich habe auch extra Twitter und Insta zugelassen, bis ich es durchgeguckt habe, um ja nicht irgendwie gespoilert zu werden, wie dann doch vielleicht der ein oder andere Kampf ausgeht. Also so ganz klassisch Fan-like. Und ich bin so semi-begeistert. Ja, also schauen wir mal, was du dann dazu sagst, was wir dazu sagen. Ist auch ein komischer Satz, aber wir kennen. Gut, dass du noch WrestleMania geguckt hast. Jetzt wird es erstmal Zeit, glaube ich, für weniger WWE, wenn ich mir das so die letzten Resultate so angucke. Genau. Aber gut. Glücklicherweise ist jetzt Game of Thrones Zeit, dann hat man eine Alternativbeschäftigung. Ja, montags hat es wieder ein anderes Programm. Ja, korrekt. Habt ihr noch weitere Empfehlungen? Anna, hast du noch etwas, was du empfehlen möchtest? Ja, ich habe nichts so krass Aktuelles wie ihr beiden, aber ich bin ja so eine kleine Leseratte und möchte ein Fußballbuch empfehlen, und zwar von Ronald Reng. Oh ja, später. Ronald Reng heißt er, also R-E-N-G. R-E-N-G, ja genau, R-E-N-G. Der Traumhüter. Scheißtitel, meiner Meinung nach. und wirklich, also die Geschichte eines Torhüters, der von Deutschland nach England wechselt und sehr unterhaltsam geschrieben. Dünnes Büchlein kann man auf jeden Fall gut auf 4 Stunden Zugfahrt mal so wegsnacken. Mit Einblicken ins Fußballgeschäft, die ich aus zuverlässiger Quelle so als sehr wahrscheinlich bezeichnen würde. Und wirklich eine begeisternde Sportlerbiografie. Ich habe es extrem gerne gelesen. Gönnt euch das. Hervorragend. Ich musste gerade eben mal gucken, weil mir der Name so bekannt war. Und wir hatten ihn tatsächlich schon mal in einer Nominierung. Der hat nämlich auch dieses Buch Roscos Talente, das erstaunliche Leben eines Bundesliga-Scouts. Eines Scouts, ja, genau. Geschrieben. Das hatte Basti irgendwann mal empfohlen. Ja, das habe ich hier auch liegen, tatsächlich. Ja, das ist seine Sportlergeschichte. Und das ist ja, wirklich cool. Also die Financial Times, lese ich hier gerade auf dem Cover, sagt, es sei das beste Fußballbuch nach Fever Pitch, also Nick Hornby. Und auch das, also wenn ihr das nicht gelesen habt, dann lest das zuerst. Es ist nicht so leicht, gut über Fußball zu schreiben, aber mir gelingt es sehr gut. Ja, tatsächlich. Okay. Sehr gut.
Bücher kann man, glaube ich, immer gebrauchen. Jetzt, wenn der Sommer kommt und man irgendwie draußen im Garten oder irgendwas sitzen kann, dann ist so ein gutes Buch dann doch manchmal ganz, ganz sinnvoll dabei zu haben. Hervorragend. Dann hauen wir das auch mal mit in den Link dazu in die Shownotes und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr vielleicht noch das ein oder andere Buch braucht. Ich sehe auch gerade, es gibt auch eine Kindle Edition, also wer eher auf die elektronische Variante Lust hat, der kann auch da zuschlagen. Hervorragend. Habt ihr noch was? Nö, ich bin wunschlos glücklich und freue mich auf mein Bett. Und hungrig, wahrscheinlich. Ja, ey, ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich kann nichts mehr bestellen, weil bis ich was bestelle, ist irgendwie auch wieder spät. Kannst du Frühstück bestellen? Genau, ohne Mist. Und dann brauche ich irgendwie Schlaf. Scheiße, ey, wer mir diesen Frühdienst eingebrockt hat. Mann, ja. Mann, Mann. Hungrig schlafen gehen und dann auch noch Frühdienst haben, eine sehr bescheidene Kombination. Jetzt kriegst du doch noch ein bisschen Mitleid, Marvin, du hast es geschafft. Ja, aufrichtig. Gut, dann haben wir für diese Woche auch wieder eine wunderbare Sendung hier für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf das Band gesprochen. Liebe Anna, vielen Dank, dass du dir trotz der Kurzfristigkeit Zeit für uns genommen hast und dich so wunderbar auf die Spiele vorbereitet hast. Ja, wie gesagt, also ich glaube, das hat noch keiner gehört. Ich war vorher wirklich aufgeregt, weil es ja überhaupt nicht mein, nicht der Verein ist, in dem ich mich so richtig auskenne. Aber ich hoffe, ich habe nicht zu viel Blödsinn erzählt. Es war grandios, vielen Dank. Ich danke. Da erzählen wir manchmal viel mehr Blödsinn und wir beschäftigen uns schon länger mit dem Verein. Also daher. So hart musst du auch nicht mit dir sein, René. Ich sag dazu jetzt nichts. Das klären wir dann irgendwann mal anderweitig, Herr Doktor. Das ist schon unter Drohung. Im Elfmeterschießen, definitiv. Und danach geht's Currywurst essen. Ja, ich will auch, dass du eine Chance hast. Ja, lass mich raten, du schießt dann wieder absichtlich daneben. Ja, genau. Schon will klar. Niemanden traurig machen. Ja. Nur gut. Gut, bevor das jetzt hier total abdriftet, würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir wünschen allen da draußen eine wunderschöne Fußballwoche. Genießt das Heimspiel am Donnerstag. Allen denen, die am Montag tatsächlich die Fahrt nach Wolfsburg antreten, toi toi toi, kommt heil wieder. Verlauft euch da nicht. Entschuldigung. Ja. Wir drücken der anderen Eintracht ganz kräftig die Daumen für Montag und für die restlichen Spiele dieser Saison. Und danke. Wünschen euch ansonsten eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und wir melden uns in nächster Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Hey. Hey. Hey.